Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Pokémon Only Run von Pokémon Blau. Wir setzen natürlich wieder alle möglichen Standards ein und werden diesen Run, ihr habt schon gesehen, mit einem neuen, ja, anfänglich vielleicht schwierigen Pokémon machen, dann aber immer, ich hoffe, dass das auch leicht und machbar sein wird, aber wir gucken mal. Ja, komm, heute nehmen wir uns die Zeit, ich weiß, das kostet uns nur wertvolle Minütchen, aber es ist jetzt halt so. So. Hier ist Gary. Nun gut. Ein neuer Run von Pokémon. Bam. Und wie ihr es schon lesen konntet, in diesem Run gibt es drei Pokémon. Die Nummer 69, die Nummer 70 und die Nummer 71 werden hier behandelt. Den Spitznamen habt ihr ja auch schon gelesen, den ich mir ausgedacht habe. Und hier ist es. Es ist Knaufenser. Mit dem allerlieblichen Spitznamen Venus. Da haben wir ihn. Ja, das ist mir später aufgefallen. Das ist jetzt ein kleines Problem. Der Typ hat einfach, der hat sich ja Glumanda gesnackt. Und Venus kann halt. Nochmal Growth. Oh, Spezial. Jetzt sollten wir eigentlich gut. Das war ein Crit. Das ist schon besser. Gott sei Dank können wir Wachstum, dadurch ist unser Spezialwert erhöht. Und deswegen konnten wir hier gewinnen. Oh, weia. Okay, das ging sogar. Ja, Knofenser ist, wie gesagt, anfänglich bis zur ersten Arena schwer zu trainieren, weil es nur Rankenhieb kann. Und solche Pokémon wie Taubsi, wir gucken mal, was Rankenhieb so bewirkt. Ja, das ist nichts. Da können wir, den Kampf können wir vergessen. Genauso im Vertania-Wald wird es auch schwierig werden mit Rankenhieb. Das ist ein großes Problem bei Knofenser. Leider ist das so. Das ist bei Myrapla wird es genauso sein in einem folgenden Run, wo Myrapla dann gewählt wird, weil er Myrapla nur Absorber kann. Ja, wir gucken mal, wie das funktioniert. Ab einem bestimmten Level hat Knofenser noch eine andere, Strategie. Aber so hoch werde ich ihn nicht pushen können, hier in freier Wildbahn. Nun gut, wir können auf jeden Fall hier Radfratz besiegen, sonst nichts. Auf der anderen Route da oben können wir auch ein bisschen was besiegen. Aber vorwiegend auch Radfratz und so ein Scheiß, ne? Antidot brauchen wir in diesem Spielchen hier nicht. Das ist schon mal sehr nice. Und jetzt probieren wir doch nochmal schon direkt mal Taubsi zu fangen. Yeah. Oh ne, Level 5. Das macht zu viel Damage. Ein Radfratz, das ist doch schön. Können wir sogar two-hitten, das ist doch nice. Ja, so gefällt mir das. Das hält ja zwar aus, dann macht zwar auch einiges an Schaden, aber Knofenser ist Gott sei Dank ein Pokémon, was schnell Level erreicht, was wenig Erfahrung braucht im ersten Moment. Und daher ist es ganz gut, wenn wir das Ding ein bisschen trainieren. Gut, das müsste reichen. Müssten Knofenser eigentlich, wenn Knofenser wirklich sinnvoll wird, auch gegen solche Probes, muss es Level 13 erreichen, ne? Auf Level 13 lernt er Wickel. Ja, das ist. Naja, ne, das wird hier wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Wir könnten das Ziel aussprechen, dass ich möglichst schnell Rocco besiege. Aber ich werde jetzt auch nicht mit einem 7er versuchen, durch den Vertania-Wald zu rennen. Das funktioniert nicht. Und deswegen will ich mich hier mal ein bisschen umschauen, in der Hoffnung, dass hier so ein paar Pokes auftauchen. Zum Beispiel bei Nidoran. Wie viel ziehe ich da ab? Ja gut, da muss ich dann auf Wachstum gehen. Das dreimal mache, müsste der Spezialwert hoch genug sein, dass er den jetzt. Okay. Ja, 25 Erfahrungspunkte, ne? Das lohnt sich nicht wirklich. Level 8, sehr schön. Und ihr merkt, Knofenser ist ein Pokémon, das kriegt
Das ist ein Pflanzen-Pokémon mit einem höheren Angriffswert als Spezialwert, was ich echt gut finde bei Knofenser. Das gefällt mir nämlich. Denn dann kann man ein Ultrigaria unter 10 ja auch physisch spielen und nicht nur irgendwie auf speziell ausgelegt. So, mal gucken, Venus hier. Mal. Level 4 ist gut, oder? Müssen wir ein bisschen Wachstum machen. 3, 4, 5 und los. Sehr schön. So muss das laufen. Ich könnte jetzt versuchen, so Gary zu besiegen, aber lieber nicht. Level 9. Doch ein männlich Level 4 ist auch gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und der jetzt Angriff macht er auch, hätte er auch Schaden gemacht. 3. Ja, komm. 1, 2, 3, 4. Drauf. Sehr schön. Wie viel habe ich noch? Oh, 5 Stück, okay. 1, 2, 3, 4. Ich mache noch einen 5. hinterher. Und drauf. Vielleicht können wir noch einen besiegen. 1, 2. Oh, jetzt wird's knapp. Kill ihn! Oh, na! Oh, mein Gott! Da haben wir aber Lack gehabt, Knofenser. Phew! Ich krieg die Tür nicht. Wie viel braucht Knofenser noch? Venus? 21. Ja, komm, damit gehen wir jetzt in den Vertania-Wald. Das soll uns. Hab ich geholt, ja. So, Freunde. Oh, mal gucken hier. Ob im Vertania-Wald nicht auch. Hier gibt es ja auch Pikachus, das geht ja auch. So Saftkorns und sowas, die kann ich auch noch mitnehmen. Jetzt gucken wir erstmal, was so der Trainer hier sagt. Jo, das war abzusehen. 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, ist okay. Und da haben wir ja schon. Ah, das ist in Ordnung. Wir müssen halt nur 6-mal Wachstum machen, dann kriegen wir auch die Insekten-Pokémon down. Gott sei Dank kann das Ding Wachstum. Hätte das nee, Wachstum nicht drauf, wäre das schwer. 1, 2, 3, 3, 4. 5, 6, gut. Einmal heilen, bitte. Und, ja. Ist trotzdem noch ein Two-Shot, aber okay. Man muss halt zusagen, das Ding ist jetzt schon Level 11, das ist richtig gut. Es wächst sehr schnell. Es ist gut, dass das Level 11 ist. Das heißt, dass wir wahrscheinlich im Mondberg die andere Strategie von Knofenser schon fahren können und damit einiges reißen werden. Gut. Zubats fallen bei der Strategie raus, aber also Gift-Pokémon im Allgemeinen, aber sonst können wir hier richtig was, dann können wir mit der Strategie richtig was reißen. Da können wir quasi jedes Pokémon besiegen. Außer vom Typ Gift. Aber ihr werdet schon noch sehen, worauf ich aus will. Haben wir den schon mal besiegt? Dich hatten wir auch besiegt. Einen haben wir noch hier. Aber da ich keinen Rankenhieb mehr hatte, ja, dann können wir schnell durch den Vertania-Wald auch wieder rausrennen. Das macht es doch viel einfacher für uns. So, machen wir 6-mal, sonst bringt das nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6, alles klar. Und jetzt 2-mal Wine Whip und dann ist das weg. Vielleicht sogar 3-mal. Was war das denn?
Level 12. Das war ein Crit, der total unnötig war. Bei Level 12er Knofenser müsste es uns eigentlich möglich sein, Roccos Arena zu rocken. Hahaha, Wortspiel. Nun gut. Röckel. Nochmal gucken. Ja, die Dinger sind schneller, das ist aber kein Problem. Na, ist kein One-Shot. Ist aber auch nicht das Problem. Sehr schön. Level 13. Und jetzt haben wir Ramp erlernt. Das ist schon mal super. Jetzt muss Knofenser nur noch zwei Level erreichen, damit die Plan-B-Strategie auch funktioniert. Nehmen wir mal zwei Potions mit und werde ein Escape Rope kaufen. Ja. Ey, mach ich mal durch da. Bum, bum, badadum. Okay, Rocco sollte... Ja, Rocco ist kein Problem. Den werden wir jetzt mit Rasierblatt, Vierfachschwäche und einem guten Wert von Knofenser, werden wir den jetzt hier umhauen. Level 14! Bite, ja, als ob du die Chance hättest, das rauszuhauen. Yeah, ja, erste Orden gehört uns. Wait, take this. Es ist Bite, du wirst es brauchen, nö. Gut, betrachtet mich jetzt aus dem Fenster und sieht, wie ich in den Markt gehe. Hinter dem Händler ist auch so ein Fenster. Oh, jetzt hat er gesehen, dass ich es verkauft habe. Jetzt heult er bestimmt. Jetzt werde ich erst den Käfersammler da besiegen und dann werde ich mich auch gegen die Taubsies wagen. Hier unten. Aber der Käfersammler hier ist wichtiger, denn dadurch muss ich das nächste Level erreichen. Durch seine Pokes. Erstmal. Ja, ich mache das jetzt mit Growth, das ist einfacher. Ja. Mein Whip. Was? Dann muss ich nochmal Growth machen. Jetzt ist doch besser. So, Level 15. Poison Powder. Perfekt. Und jeder, aber absolut jeder Pokémon-Kenner der ersten Gen weiß, dass das eine Strategie ist, die ist total fies und die kannst du aber immer fahren. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie die läuft. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist auch das Taubsi, macht nicht Sand Attack. So, jetzt erst das Taubsi vergiften. Fertig. Und jetzt verliert er durch Gift und Wrap in jeder Runde diesen Schaden. Kontinuierlich. Und wenn du schneller bist, bist du immer eher dran. Das ist total einfach so. Ich merke gerade auch, Poison Powder ist gar nicht so notwendig. Wrap macht ordentlich Schaden. Und der Gegner kriegt immer zweimal Schaden. Einmal durch Wickel und einmal durch das Gift Poison Powder. Und das ist super. Und genauso musst du am Anfang ein Knofenser spielen. Weil das ansonsten nicht möglich ist. So, jetzt Level 16, yeah. Und er macht auch Schaden durch Wickel. Also da kann mir ja keiner was anderes sagen. Geh jetzt nochmal lieber heilen. Ja, das werden wir ein bisschen öfter machen müssen am Anfang. Bis wir da ein anständiges Ultrigaria mit guten Attacken haben. Und die Attacken, die jetzt kommen, kommen glaube ich immer mit 2-3 Stufen, ja, irgendwie in dem Rhythmus, sind die anderen Spornattacken. Stachelspore, Schlafpuder, andersrum kommen jetzt noch. Ja, die sind dann nicht mehr so wichtig. Ah, ne, das lassen wir mal so. So, Wickel, perfekt. Jetzt haben wir was gegen diese Viecher, die ja sowieso nur stören. Und können einfach nicht angreifen, da Knofenser ein schnelleres Poke ist. Und das ist der Vorteil an Knofenser. Knofenser ist wirklich schnell. Und ihr seht, wenn die nicht schneller sind, können die uns einen Scheiß anhaben. So, dann wird die auch noch mit. Könnte sogar den Käfersammler, den Habitat-Trainer da unten besiegen. Ja, es ist doof, dass er dadurch nicht weg ist. Ich probiere das jetzt. Wenn ich den besiegen kann, bin ich zufrieden. Wenn er mich besiegen sollte, habe ich Pech gehabt. Oh, und noch daneben gegangen. Ja gut, dann hat er mich jetzt. Oh mein Gott. Oh,
Wir haben gewonnen. Oh, holy shit, das war knapp. Das hätte auch ganz anders laufen können. Gott sei Dank hat er Lier gemacht. Oh, Mann. Ja, okay, man muss dazu sagen, Mose, guckt euch, ne, Knuffenser-Verteidigung ist halt der schwächste Wert. Man sollte vielleicht doch aufpassen und nicht zu hoch prahlen. Du bist auch noch da. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Habe ich schon vergessen. Ja, jetzt geht Vrepp daneben. Level 18. Sleep Powder. Ja, eigentlich kannst du das mal für... Oder? Growth? Muss ich das behalten? Sleep Powder brauchen wir nicht. Nein. Sleep Powder ist eine Attacke, die wir nicht brauchen werden. Wir gehen ja nicht davon aus, dass ich die Zeit habe oder mir die Zeit nehmen möchte, die Pokémon hier einzuschläfern. Ah! Das war uncool. Hallo, wach mal wieder auf. Wachst du mal auf, Dankeschön. Jetzt kriegt er erstmal wieder schön Mickel Giftschaden. Ich finde das gut. Mit Toxin macht das Ganze natürlich noch viel, viel mehr Sinn. Weil dann ist der Gegner wirklich schnell down. Alright, dann ab in den Mondberg. Da wir schnell genug sind mit Knofenser, können wir uns solche Kämpfe hier auch ersparen. Natürlich nehmen wir... Die Trainer können wir allesamt hier mitnehmen. Oh, wenn Wickel auch treffen würde. Hallo? Ist ja uncool, dass Wickel nicht immer hundertprozentig hier um das Rumgebagger noch existiert. Ja, Zubat ist ja gut. In dem Sinne haben wir sogar, wenn das mit dem Leveln gut klappt, in drei Leveln ein. Oh, das war nicht so gerade. Ein Ultrigaria. Cool. Zwei Leveln. Ja, komm, das ist doch möglich, dass wir hier, während wir im Mondberg sind, schon Ultrigaria kriegen. Das macht das Ganze doch noch viel einfacher. HP ab, das können wir schon verticken, das brauchen wir nicht. Ja, was heißt, was brauchen wir nicht? Wir könnten es einsetzen, aber ja, es ist nicht zielführend. Bist du weg dadurch? Yeah. Der Zubat leider nicht, den müssen wir wrappen. Auch der ist schnell weg. Guck mal, das läuft, ne? Also mit Ultrigaria, mit Knofenser darfst du es dir nicht verscherzen. Das Ding ist böse, ne? Das läuft. Zack. Zieht leider nicht so viel ab, wie ich dachte. Naja, gut, ist auch ein Elektro-Pokémon mit einem guten. Also die Spezialwerte halt hoch, ne? Wie sieht es mit Frepp aus? Ja, deutlich besser. Alter Schwede, wie das an Level gewinnt. Ist das schon 21? Ist das geil? 20 ist es. 20. Wenn es 21 wäre, dann hätte es sich schon entwickelt. 7-mal noch, alles klar. Boah, hallo. Trifft, du musst den Trainer hier noch besiegen. Erst dann kann ich hier wieder raus. Der kann auch ruhig mal öfter treffen. Der kann bis zu 5-mal Rap ziehen pro Einsatz. Hat es aber bisher nur einmal getan. Oder zweimal immer. Dann löst sich das. Dann löst es sich auf. In dem Sinne werden wir auch gleich das Escape Rope benutzen. Einmal heilen, bitte. Danke. Und Abflug. Mal direkt hier oben lang gehen. Die können wir auch besiegen. Die hat ja auch nur zwei Pflanzenpokes, da können wir mit Wickel gut arbeiten. Und verliert aber. Ja, so will man das haben.
So finde ich das gut. Hallo Rocket. Hilft auch gerne mal mehr hier Gesteins-Pokémon in den Kampf führen, ne? Ja, 21 Stunspore brauchen wir nicht. Nein. Ja, dann ist scheiße, da kann ich keinen Rap da kann ich kein Dings einsetzen. Und Entwicklung. Ultrigaria. Geil. Kleinstein, cool. Nehmen wir mit. Und das Dankeschön. Und das Schöne ist ja jetzt bei Ultrigaria, wir haben die Möglichkeit, uns zu überlegen, wann möchte ich die Evolution durchführen. Freie Wahl. Man kann sagen, jetzt, sofort, wenn wir in Prismania sind, ich habe die Möglichkeit zu sagen, nö, ich trainiere das Ding jetzt, bis es seine letzte Attacke lernt. So lange möchte ich es dabei haben. Weil Sazenia lernt ja keine Attacken von sich aus. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Ultrigaria bis 49 trainiere, bis es Säure lernt. Die ist nicht in den Attackenpool, Quatsch, Slam. Säure lernt das Ding ja bald schon. Und Slam wird es nicht lernen. Rasierblatt lernt es ja auf 38. Ja, ich habe mir den Pokédex mal hier in die Seite gelegt. Wenn ich da Bescheid weiß. So, könnte er sowieso noch kommen, bis wir in Prismania sind. Weil er ganz schön Level reißt. Aber wir werden sehen. Abwarten. Wir warten erstmal ab. Wir gucken, was passiert. Gleich müssen wir uns erstmal der... Ey. Das ist jetzt scheiße. Das Schöne ist aber, wenn der erste Wickel crittet, critten ja auch alle anderen Wickelattacken. Potion rein. 2. Das ist ein bisschen schade, dass Ultrigaria kein Absorber oder sowas kann. Da müssen wir bis Erika warten, bis wir die Attacke Megasauger beherrschen. Sonst bringt uns das nicht viel. Interessanterweise tauchen jetzt Pokémon en masse auf. Kleinstein kann man immer mitnehmen, die geben ja gute Erfahrung. Ach du heiliger Matrose. Ich weiß ja, dass Venus eine Fliegenfalle ist. Ist das hier eine Pokémon-Falle, dass das Ding so viel anlockt oder was? Warte mal, jetzt muss ich eben gucken, wie viel AP habe ich noch. 1 und 9. Das muss jetzt klappen. So, ne, ich mache jetzt... Oh, Kacke. Ach, Gott sei Dank, okay. Zu weit muss ich rappen. Da muss ich 2 opfern, okay. Wir sollten aber noch in dem Rahmen sein, dass wir hier... Boah, ist doch nicht ein Ernst, ey. Gut, du Typ bist jetzt eigentlich... Ja, wobei, der Typ ist auch kacke, der... Ja, oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank, ein Crit. Dann geht's dann... Oh, zweimal! Stunspore bringt nichts. Nein. Okay, ich muss jetzt 6-mal growthen. Ich muss den one-shotten mit... Ich muss den one-shotten mit Dings. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach, mein Gott. Jawohl. Okay, ist okay. So. Oh, scheiße. Oh, nice! Das ging ja gut. Puh. Das war knapp. Noch ein Wickel übrig. Nein, Kleinstein, geh weg. Damit hätten wir es nicht gerissen. Da hätten wir hier auf Verzweifler arbeiten müssen. Das wäre scheiße gewesen. Ah, Vertania City. Ist es nicht Azuria City? Gleich mal in den Markt. Guten Tag, der Herr. 5 Repels hätten wir hier gerne. Nehmen wir nochmal 2 Potions. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wir nehmen sie mal mit. Und als nächstes machen wir hier die Arena von Azuria City. Bietet sich an, mit so jemandem wie Venus ist das kein großes Problem. Hoffentlich. Der kriegt die Level ohne Ende.
Und Ende 20 lernt er auch Säure. Ist jetzt... Oh, das ist bitter. Super, jetzt weiß ich auch, wofür ich die Tränke gekauft habe. Nee, ich gehe jetzt nicht heilen kommen. Mist, die kriegen wir auch so hin. Die kann doch nur tackeln gegen uns. Das war ein Crit. Ja, herzlichen Dank. So, wir sind jetzt einfach noch total übertrieben frech. Und vergiften das Starmie. Oh, jetzt wird es durch Gift sterben. Starmie kippt zusammen. Es ist tot. Das Gift hat es getötet. Naja, gut. Shit happens. Schwieriger wird es jetzt gegen diesen fiesen Sack da oben gleich. Weil der ankommt mit Tauboga. Gucken, wer schneller ist, Tauboga oder mein Satzenia? Ich fürchte, das ist leicht beantwortet. Oh, wir sind schneller. Oh, ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, Tauboga wäre schneller. Moment, jetzt lass mich überlegen. Ja? Nehmen wir erstmal Growth. 2, 3, 4, 5 und 6. Alles klar. Jetzt sollten wir das Radfratz auch gleich. Ja, das Radfratz ist ja auch kein Problem. Das ist Instant Down. Charmander, da machen wir Rap. Perfekt. Es lief perfekt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Wow. Venus, ich bin ja hier hellauf begeistert. Das ist ja fast schon creepy, wie gut das läuft. Wie viel Schaden der mit Wickel macht. Übel. Und dabei hatte der am Anfang halt nur Rankenhieb, ne? Der war so nichts zu gebrauchen. Im Vertania-Wald, da war das echt schwierig. Da mussten wir mit Growth arbeiten. Und jetzt? Wickel reicht gegen viele aus und wenn dann ein Pokémon kommt, gegen das Rankenhieb effektiv ist, kann man Rankenhieb einsetzen. Fertig ist. Ja, Rankenhieb. Zack, weg. Dann müssen wir halt Wickel. Oh, jetzt ist es selber dran mit Wickel. Wie frech. Hm. Man merkt, Pflanzenattacken sind am Anfang doch nicht so cool. Da gibt es halt viele, die da am Anfang gegen resistent sind. Nidoran. Yeah. Das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Meint ihr nicht auch? Das wäre doch was. Fünf, drei, nee. Der hat Zubat und so einen Scheiß, da will ich nichts riskieren. Ich habe keine Lust, da ohne AP zu stehen. Vor allen Dingen nicht, wenn solche Attacken wie Poison Powder und Growth so eine hohe AP-Anzahl haben. Dann müssen wir das zu oft einsetzen. Und darauf habe ich keine Lust. Das würde uns behindern. So, da haben wir schon mal das. Yeah. Und ein Zubat, okay. Es hätte sogar gereicht. Naja, oh gut. Kann man vorher auch nicht wissen. Und ich werde hier jetzt gleich noch ein Knuffenser fangen, denn ich brauche ja einen Zerschneider. Typi. Denn ich möchte ungern meinem Venus hier, meiner Venus, so rum, möchte ich ungern Zerschneider beibringen. Ja, gar keinen Bock drauf. Und deswegen fangen wir uns hier einfach ein Knuffenser, was hier rumläuft. Nee, Taubsi habe ich schon, danke. Aber brauchen wir auch nicht. Nee, ein Safcon, ja, mache ich auch nochmal, aber nicht jetzt. Nee, Taubsi habe ich schon, danke.
Ups. Silberstahl hier. Na, ein Abra. Habe ich schon mal einen Run mitgemacht, ist nicht so cool. Na, ein Abra ist jetzt nicht so pralle. Na, Raupi kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und darauf freue ich mich schon. Oh, Himmel, Herrgott, Sakrano, mach mal hinne da. Komm, weißt du was? Eins noch und dann hauen wir ab. Gut, dann gehen wir halt. Über Orania ist auch noch die Möglichkeit, sich ein Klofensa zu fangen. Pff, ich bin da jetzt darauf, warten wir jetzt nicht, bis es da mal die Güte hat zu erscheinen. Ein Macholo. Ich opfere gerade meine Rankenhiebe, dann kommen ja noch die ganzen Gesteinsviecher. Hallo, ich habe ein Rattata. Ich bin voll der coole Trainer, ich habe ein Rattata. Und ein Spiro. Mein Gott, triff! Rap ist auseinander! Was bist du denn? Du suchst nach Belfeuer, wird gekämpft, Mann! Ich habe Monix! Ich habe Venus. Du hattest einen Onix. Ich habe Venus immer noch. Meinem Scheiße. Der könnte noch fies werden. Der hat eine Psychoattacke drauf. Da ist Venus aber auch anfällig für. Aber wir sind schneller und schatten den Typen einfach weg. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Was anderes kann man dazu doch gar nicht mehr sagen. Scheißding hat eine gute Verteidigung. Da muss ja wirklich sagen, ich bin ja höchst begeistert. Ich war vorher schon ein großer Sarzenia-Fan. Ich mag Sarzenia, ich mochte das immer lieber als... Na, wie war es noch? Als Myrapla bzw. Giflor. Das fand ich immer viel cooler. Und jetzt noch mehr. Ja. Das ist auch schön, dass Wrap einfach zweimal überhaupt nicht sitzt. Werden hier Schwächen nach einer Strategie offenbart? Bitte nicht. Ich muss nochmal zurück, oder? Ja, das schaffe ich nicht. Mist. Da kommen jetzt noch zwei Trainer. Und die kriege ich so nicht platt. Brauche ich mehr AP. Hilf mir, Schwester Joy. Danke. Yeah. So, jetzt aber. Ich bin bereit. Und ich werde die Trainer hier und Bills Plateau im Handstreich nehmen. Die werde ich ja noch ausweichen können, aber der nicht. Die ist doof mit ihren Myraplas und Taubsies. Alle haben so was gegen Pflanzenattacken. Der nicht. So. 29. Und jetzt will er Säure lernen und das darf er auch lernen. Nein, darf er nicht lernen. Brauchen wir nicht. Nein. Säure ist nicht wichtig. Eine Strategie nicht zu zerstören ist viel wichtiger. Und für Growth hätte er das lernen können, dann hätte ich jetzt was... Aber vielleicht gar nicht so, was war vielleicht ein bisschen doof. Dann hätte ich Growth vergessen lassen können, aber ist zweitrangig. Im Endeffekt hat Ultrigaria noch keine Attacke erlernt, die wir im Laufe des Spiels behalten werden. Eigentlich. Hoffentlich. Bin noch am überlegen, ob ich das mit der Giftstrategie und dem Wickel beibehalte. Aber da muss man gucken. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Ihr werdet aber noch sehen, das wird sich wahrscheinlich gegen Ende hin entscheiden. Auch ein bisschen früher vielleicht. Rosafronia City mäßig wird sich das vielleicht entscheiden. Also wenn man bedenkt, wie oft der Rap daneben geht, bin ich dann doch nicht mehr so begeistert davon. Aber ich darf mal abwarten. Das kannst du nicht lernen, oder? Bin mir jetzt nicht ausprobiert, nein.
Auf geht's! Nach Urania! Hier müssen wir ja auch. Hier muss ich jetzt meinen Knofenser fangen, darf ich nicht vergessen. Vergesse, wäre das blöd. Das wäre super doof. Oh, ist ja gut jetzt hier. Mit dem Smetbo, glaube ich, das lassen wir erstmal aus. Das machen wir ein andermal. Ja. So ein bisschen Überlegung hin könnte das vielleicht, dann müssen wir eben heilen und dann wäre es sinniger. Ein Mauzi. Nee, danke. Wer bist du denn, Mann? Was hast du mit den drei Taubsis? Scheiße. Gott sei Dank, ein Crit. Ich weiß, dass die Nervensäge da unten ein Habitak und ein Radikal hat. Und das Radikal können wir auch... Jetzt müssen wir Potions einsetzen. Denn den Rest verkaufen wir eh gleich. Ja, das Radikal können wir auch Rankenhieb einsetzen, aber das Habitak, ne? Super, zweimal Wickel. Oh, hör doch auf. Was, warum trifft das nicht? Geht doch. Ist vielleicht nicht so unbedingt notwendig, aber naja, gut, wir können es ja mal machen. Ja, gut. In Urania City angekommen, werden wir erstmal das Pokémon Center aufsuchen und uns heilen. Und da oben wartet ja noch die Smetbo-Trainerin, der Smetbo-Trainer. Den müssen wir jetzt natürlich noch mitnehmen. Ich hoffe mal nicht, dass Smetbo uns einschläfert und dann mit Konfusion niedermacht. Wir sind auf jeden Fall schneller und Rap trifft wenigstens, na Gott sei Dank. Gut, und nun angeln wir uns ein Knofenser. Denn das ist wichtig. Spätestens gleich, wenn wir von der MSN runter sind, brauche ich... Hör mal auf. Brauche ich Knofenser. Ohne Knofenser kein Zerschneider. Dankeschön. Warte mal, höchste Zeit. Pokéball. Yeah. Fertig. Und schon sind wir so weit, dass wir keine Pokebälle mehr brauchen. Potions können wir verticken, Pokebälle können wir verticken. Antidote, was soll ich damit? TM 12 weg, HP up weg. TM 1 kann weg. Die TM 4, TM 11. Nugget. TM 28. TM 45. TM 19. Und wir Bein. 7 Super Potions, das reicht. Gut. Holen wir uns doch schnell den Radcoupon. Das Radcoupon, der, die, das, ne? Man weiß ja nie. Ach, komm schon, du kleiner, frecher Vorsitzender. Da ich gerade gesehen habe, dass mein Inventar doch etwas rummelig ist, räumen wir das mal eben auf. Den ganzen Kram, den wir nicht mehr brauchen, können wir erstmal entsorgen. Gut, das waren nur zwei Sachen, aber egal. Escape Rope tauscht man mit Super Potion, danke. Nun gut, dann trainieren wir doch nochmal hier gegen diese Trainer. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Oh yeah. Venus. Von Gillette. Oder was? Nein. Boah, 31, das ist aber echt schon gut. Bewahrheitet sich, dass Pflanzen-Pokémon echt schnell wachsen. Genau wie Käfer-Pokémon. Ja, das stimmt. Und ich bedenke, dass er auf 38 Säure Rasierblatt lernt. Boah. Das ist nicht mehr so lange hin.
einfach ausgelöscht. Wir Glück haben? Ja, 38 so. Ja, wo. Ja, das musste jetzt wieder sein. Wenigstens bist du jetzt aufgewacht dadurch. Was? Das zieht auch während der. Ja, das ist ja uncool. Aber Paralyze Heal habe ich dabei. Jo. Ich hätte vorher schon einsetzen können, aber naja. Alter, 38 kann er so. Oh, trifft doch mal mit. Wie oft kannst du das noch einsetzen? Viermal habe ich das gerade richtig gelesen. Leute, muss ich doch noch heilen gehen. Weil der nie trifft. Das gibt's doch nicht. Oh, ist das ätzend. Oh, das finde ich ja scheiße. Also wenn er von 20 Raps 5 Mal nicht trifft, ist das schon übel. Da wir die Trainer jetzt in einer Reihenfolge bitte besiegen hier unten. Das wäre sehr freundlich. Mann, Mann, Mann. Sehr schön. Komm, 38 kriegt er locker, bis wir in Prismania sind, oder? Ja, wobei locker ist ein bisschen übertrieben. Wir müssen ja nur noch, in Anführungsstrichen, die MSN, die Orania City Arena und dann Felstunnel vor, danach und Felstunnel an sich. Ja, für 6 Level. Ja, das ist aber machbar. Ich glaube, das ist sogar richtig gut machbar für. Weil halt Ultrigarion braucht nicht so viel Erfahrungspunkte, wie mir scheint. Magneton ist schon fies, ne? Der hält halt viel aus, aber. Sehr schön. Mein Gott, was ist denn da unten wieder los, ey? Die letzten Aufnahmen immer ist da unten irgendwie Krawallos. Wenn wir Glück haben, erreicht er hier noch ein neues Level. Haben wir ja schon. Dann kennt meine Freude keine Grenzen. Ich bin der cleverste in meiner Klasse. Oder coolste, oder ich hab keine Ahnung. Ich achte mittlerweile nicht mehr auf die J. Volle Ausrastaktion. Yes! 33. Und 98 KP. Ja, dafür ist Sazenia ja auch, beziehungsweise die Knofenser Evolutionsreihe ja auch sehr bekannt für. Die haben natürlich einen guten physischen Angriff und eine gute KP-Zahl. Und ich glaube, wir werden so oder so in der MSN mit Sicherheit mindestens einmal raus müssen, um zu heilen. Ich hätte Säure lernen sollen. Ja, ich gebe es zu, es war ein Fehler. Ich hätte Growth entfernen lassen müssen tun und dafür Säure lernen. Naja gut, im Nachhinein, ne? Ist aber nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Nein. Wir kriegen noch eine andere gute Attacke. Die macht das wieder wett. Scheiße. Missgeklickt. Tentacher sind ja Gift-Pokémon oder vom Typ Gift. Wassergift. Und sind halt nicht anfällig für Rankenhieb. Meinen die wären es jetzt hier oder was? Aber schön ist das hier mit den ganzen Sailor-Typen. Also richtig schön mal Erfahrung sammeln kann. Ne? Alle nacheinander umgeholzt. Eltern nehmen wir noch gerne an. Wir Sailor sind hier auch auf dem Schiff. Ach, nee, echt. Und ich zähle jetzt, warte, wir haben jetzt noch 17 Raps. Ich sag jetzt mal, einen Rap ging schon daneben. Ich zähle jetzt mal im Durchschnitt, wie viele Raps ich
durch Miss verliere in einem Durchgang, so ungefähr. Würde mich ja mal interessieren. Kann man zwar keine Statistik von machen, die da irgendwie greift, aber... ist interessant. Komm, den kann man auch so besiegen. Mit Wrap. Na, den mach Hollow. So, das ist das zweite Mal. Gut. Jetzt haben wir die untere Etage fertig und können sofort wieder heilen gehen, obwohl den Trainer hier kann man auch besiegen, der hat Feuerpokes. Können wir mit Wrap noch angreifen. Das ist das dritte Mal. Super, jetzt brennst du auch noch. Das ist natürlich dann mein Fehler, ne? Wenn er brennt, dann kriegt er halt auch durch den eigenen Wickelschaden. Wie viel hast du jetzt noch gehabt? 8. Von 12 Mal. Das ist 3 Mal daneben gegangen. Oh mein Gott. Das ist ja in Prozent ausgedrückt 25% der Wickelangriffe gehen daneben. So eine Genauigkeit von 75%, dass es trifft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, Himmel, Herrgott. Das ist ja oberübel. Vielleicht können wir jetzt nochmal mitzählen. Das war 1. Ah, einmal von 3 habe ich gemerkt, dass er jetzt schon daneben gegangen, ne? Jetzt sind sogar 33%. Wer sind sie? Ich kenne sie nicht. Einmal. Gut, jetzt dürfen wir nicht mehr mitzählen. Jetzt hat das Sand Attack gemacht. Jetzt zählt es natürlich nicht. Sollte es daneben gehen, tut es nicht. Dass man dann ja auch nirgendwo was anderes machen kann als ein Wrap. Ah, danke. Jetzt nehmen wir Body Slam mit. Ne, Moment. Doch, klar, natürlich. Hier geht's aufs Deck. Ja, Body Slam kann Knuffenser Ultrarios nicht erlernen. Das ist also. Ja. Knuffenser und Ultrarios können kein Body Slam. Aber Satzenia. Ja, Satzenia kann. Wenn es nicht falsch steht im Spieleberater, kann Body Slam. Und deswegen behalten wir Body Slam, denn Body Slam wird eine Attacke für. Aber wir können auch ein paar Trainer besiegen hier. Wird eine Attacke für Satzenia. Und eine gute physische sogar. Boah. Oh, war schon nice. Muss tatsächlich nochmal runter vom Schiff. Oh, ist das ätzend. Ja, dann machen wir das auch jetzt. 36, juhu. Dann machen wir das auch jetzt. Dann kann ich die anderen Trainer hier gleich in einem Rutsch mit Gary besiegen. Ja, ist natürlich doof, dass wir nochmal runter müssen, aber machst du nix. Da machst du nix, nix, nix. Dafür können wir jetzt die MSN größtenteils hinter uns lassen und durchrushen. So, dahin. Hierhin. Dann brauchen wir jetzt noch diesen hier, den letzten Raum. Letzten zwei Trainer der MSN und dann kommt Gary Eich. Und tatsächlich 36 sind wir halt schon, ey. Das ist echt fantastisch, muss man sagen. Also Ultrigaria ist auf einem super Kurs.
Könnte ja jetzt gegen Gary das Level 37 erreichen und dann im Kampf in der dritten Arena Level 38. Da wäre ich. Also besser ging es gar nicht. Sind schneller als Toboga. Radikal ist weg. Kadabra nicht, denn aua. Super, jetzt. Nein! Nein! Ach, du ahnst es nicht. Das war jetzt aber frech. Hallo? Dankeschön. Himmel, Herrgott, Sakra. Hab ich das olle Ding mit Konfusion erstmal fies blockiert, ey. Und kein Level erreicht. Dankeschön für die HM1. Was, warum musst du... Ach so, weil du halt... Weil du ja schon ein hohes Level hast. Hat sich wohl für was Besonderes Knuffenser, wa? Bist aber nicht. Meine Venus ist das wahre Besondere. Ja, ist gut, jetzt komm, hau ab. Die MSN, ey. Immer mit ihren extra Auftritten. Hallo, PC. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. Dürfte ich noch einmal um Heilung bitten, Schwester Joy? Ich muss in eine Pokémon-Arena und meinen dritten Orden verdienen. Herrgott, so. Hallo, da bin ich wieder. Scheiße, Major Bob ist wieder da. Das ist uncool. Oh, ein Level noch, ein Level noch, ein Level noch. Haben wir Rasierblatt. Ach, herrlich. Und Rasierblatt ist einfach eine herrlich starke Attacke. Muss ich dann gucken. Dann werde ich wahrscheinlich Growth vergessen lassen, weil dann bringt das auch nichts mehr. Dann behalte ich Rankenhieb als extra AP-Angriff, aber werde mich dann natürlich auf sag mal schnell Rankenhieb spezialisieren. Oh, ist ja gut. Danke. Ja komm, Major Bob kriegen wir jetzt auch so, ohne dass ich nochmal heilen gehen muss. Mag dieses Schalterrätsel nicht. Oh. Kann dir genau sagen, wann es funktioniert wird, wenn es funktionieren könnte und wann nicht. Das könnte klappen. Wenn es der letzte in einer Reihe ist, dann kann das schon nichts mehr werden. Ja, das wird nix. Oh, nur doch. Gut, ich kann dir genau sagen, ich kann dir nicht genau sagen, wann es passt und wann nicht. Voll Turbal! Aua. Immer tackeln. Aua. Ja gut, ist der Druck so gibt, machst du was anderes, ne? Auch nochmal gucken. Zieht nicht so viel ab, ne? Ja, jetzt mal auf die fiese alte Gemeinde, ja, da bringt ihr. Aua. Aua. Stirbt durch das Gift. Du hast keine Chance. Knofenser Venus ist zu mächtig. Nun gut, in Orania City haben wir alles erledigt. Gehen wir jetzt Richtung Felstunnel, holen uns das Fahrradfeuer ab. Schutz haben wir uns gekauft. Da kann uns nichts passieren. Können wir so durchmarschieren. Und im Felstunnel sind wir eigentlich auch gut dabei. Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir Rasierblatt noch zusätzlich haben. Das bringt uns dann nochmal weiter nach vorne. So, eben umziehen, wieder grüne Klamotten an.
Und weiter geht es. Die nächsten Trainer warten schon auf uns. Gott sei Dank nur Poison Powder. Ja, 38, Razor Leaf. Growth kann weg, Razor Leaf gelernt, jetzt geht die Post ab. Ach, trifft doch mal Ultrigaria. Ich hätte nicht gedacht, dass Ultrigaria vor so weit vor Prismania City das Level 38 erreicht. Bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht mitgerechnet. Finde ich aber umso cooler, dass es so weit vorne geklappt hat. Also quasi nach Major Bob hat das Ding Level 38 erreicht und damit seine beste Fähigkeit erlernt. Das ist Rasierblatt. Besseres lernt Ultrigaria von selbst erstmal so nicht. Ja, der Bibor-Typ, das... Erfahrungstechnisch auch ganz weit dabei. Zwei Beedrolls ist schon geil. Er hat über 1200 Erfahrung gebracht. Hallo, Wandersmann. Der du jetzt gleich wandern gehen kann. Welches Level das Ding am Ende hat, wenn wir bei Prismania City sind. Also jetzt kann ich euch schon sicher sagen, wenn wir in Prismania City sind, dann werde ich auch den Blattstein holen und Venus direkt zu Sarzenia evolieren lassen. Einfach, das Ding ist sowas von gut. Es wäre Verschwendung, das nicht zu machen. Aber wirklich, das wäre echt Verschwendung. Razor Leaf hier einsetzen. Da lohnt sich das nicht. Manchmal müssen wir noch fretten, aber naja. Hallo, da ist noch ein Wanderer. Den nehmen wir doch auch noch gerne mit. Ja, du bist jetzt. Das krittet immer so schön. Ha? Jeder Schuss ein Krit. Hehe. Du auch noch mit. Und dann geht's in den Felstunnel. Der wird gar nicht so schlimm. Der ist zwar doof, aber so schlimm wird er dann auch wieder nicht. Weil da viele Pokémon sind, die anfällig sind für meine Pflanzenattacken. Endlich mal. Nachdem das im Mondberg und auf der MSN und davor und auf der Nuggetbrücke und so nicht der Fall war, jetzt ist es mal der Fall. Jetzt sind sie auch mal anfällig gegen meine Pflanzenattacken. Oder gegen die Pflanzenattacken von Venus. Hinein! Repel. Zwingend notwendig, mit Repel hier zu arbeiten. Ja, das erste Mal erstmal gemisst. Level 40? Also Level 40 ist übel. Ich bin ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, ob ein anderes Pokémon schon mal auf so einem hohen Level war hier, zu diesem Zeitpunkt des Games im Felstunnel. Also von den bisherigen Runs her. Ist echt schon mega gut. Krass, ey. Du mit deinen Feuerpokes, ich kenne dich doch auch noch. Ja, Tragosso, jetzt muss ich dich vernichten. Im Run zuvor warst du ja noch dabei, aber jetzt ist halt ein anderer Run und jetzt geht es nur darum, Venus durchzuprügeln, durchzupushen. Alles andere ist egal.
Hit me, baby, one more time. Bam. Yeah. Onyx komm, ne? Mein Webbereich dicke aus. Was ist das krass, ey. So, hier haben wir noch drei Trainer. Dann nehmen wir den unteren auch noch mit. Es bietet sich ja an. Er lernt auf 49 Slam, das ist die letzte Attacke, die Ultrigarie von sich aus lernt. Naja gut, das schafft er nicht mehr. Aber 41 ist schon imposant. Ich früher mal dann gedacht habe, dass ich, als ich gesagt habe, oh, ich fange mir jetzt ein Klofenser. Ja, dann muss ich das aber so lange trainieren, bis es Rasierblatt lernt, weil es sonst nicht zu gebrauchen ist. Da würde ich jetzt sagen, jo, weißt du was? Das ist doch gar nicht so schwer, was hast du denn alle zu meckern? Sieh dir das an, wie schnell das Ding auf 41 hoch will, ey. Mit einem Only-Run läuft das. Ich habe jetzt kein Vine Whip mehr. Hab aber noch die anderen Attacken alle übrig. Also Razor Leaf noch 17 Stück. Ja, damit sollten wir Rap haben auch noch ein paar Mal. Damit sollten wir klarkommen. Das ist einfach immer ein Crit, wenn das trifft. Jetzt mögen sich einige fragen, warum ist das so? Meine Rasierblatt ist auch eine Attacke, die mit dem Speedwert des Pokémons skaliert. Wenn zum Beispiel ein Snobilikat in der ersten Generation Schlitzer eingesetzt hat, war das zu 90% immer ein Crit. Genauso wie wenn Ibitak Bohrschnabel macht, dann ist das auch zu einem hohen Prozentanteil. Je nach Levelunterschied auch ist das ein Crit. Weil je schneller dein... Also bei Knofenser, bei Ultrigaria hier ist es ja auch so. Je schneller das Pokémon im Gegensatz zu dem anderen ist, desto höher ist die... Oder ist allgemein durch den hohen Speed von Ultrigaria die Crit-Wahrscheinlichkeit so hoch durch Rasierblatt. Irgendwie skalierte das nochmal. Ich müsste jetzt nochmal nachschlagen. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Da müsste ich nachschlagen. Das weiß ich so nicht. Aber... Wen juckt das? Man, guckt euch das an. Wir gehen hier durch. Wir brechen durch. Ja, noch mehr Rattatas hier. Ja, dem Knofenser alles abgewürgt. Ich habe keine Lust auf andere Gegner hier. Deswegen nutzen wir die Kraft des Repels. Oh mein Gott, ich habe keinen Rap mehr. Oh, doch, noch 10 Mal. Entschuldigung, ich habe nur die 0 gesehen. Na ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja, die Trainer nehmen wir gleich mit. Ich will erstmal heilen. Machen wir es auf. Oh nein, Repel hat aufgehört, um Gottes Willen. Was tun wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wer weiß eine Lösung? Bitte schreibt sie mir in die Kommentare. Arthaburger, wenn du dich festgehalten wirst und nicht fliegen kannst, bist du ganz schön am Arsch, wa? Moor. Können wir Razor Leaf ruhig einsetzen? Moment, jetzt ist es auch. Da müssen wir jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Bald haben wir ein Satzenia. Müssen nur noch eine Route durchgehen, dann haben wir es. Als ob du hier mir gefährlich werden könntest, ne? Dein Burden Pokes, die mehr als anfällig gegen Wasser, gegen Pflanzenattacken sind. Der Sieg ist mein. Na, Leute, wisst ihr was? Ich mache die Route hier unten soweit auch schon mal fertig. Das spart etwas Zeit. Oder beziehungsweise es spart keine Zeit, weil wir die ja so oder so machen würden. Und es gibt mir noch mal einen kleinen extra Push. Und es sind eh alles Wasserpokes, also pff. Easy peasy.
Lemon Squeezy. Da können wir ruhig ein bisschen investieren, dass wir schon vorher hier hingehen. Oh mein Gott. Ein fieses Tentacher, was ich frappen muss. Fishing King, ja, was hast du nochmal gehabt? Goldini 27. Goldini 27 ist auch nicht schlecht. Ist natürlich scheiße, wenn du dann einen Gegner hast, der hier mit einem Ultrikarier 43 rumrennt. Dann wird es ein bisschen schwierig für den Gegner. Wenn er Wasser-Pokémon einsetzt, das gebe ich ja zu. 44, es tut mir leid, ich musste mich verbessern. 131 KP. Sehr, sehr nice. Das ist ein guter Ansatz. Um weiterzumachen. Das sind auch nur vier Trainer hier, ne? Aber ja, gut, mitgenommen. Haben wir sie, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. So, Repels können weg. Die interessieren uns nicht mehr. Nisbell und noch Nisbell und Max Post können auch weg. 44 können weg. 8 behalten wir. 24 kann weg. Max Ether kommt. Moment. TM30 kann weg. Bye. Super Repel. Aber wir haben jetzt. Ach, 20 Stück brauchen wir noch nie. 15 reichen doch. Escape Rope brauchen wir nicht. Alles klar. Noch heilen. Und dann geht's auf Richtung Prismania City. Denn dort wollen wir endlich den Blattstein in unseren Händen wissen und Venus zu seiner vollendeten Form verhelfen. Ach, was wird er sich freuen. Die Göre hält mich auch nicht mehr auf. Es hält mich niemand auf. Jetzt muss ich ganz kurz mal eben, ja Leute, jetzt tut mir das leid, jetzt muss ich ganz kurz mal eben zeitweise zwei Sachen machen. Warte, ja, Moment. Ja, ich muss eben was tippen, Leute, tut mir leid. So. Ja. Okay, schon fertig. Sorry, das ging jetzt ein bisschen von unserer Zeit ab. Aber das war gerade mal eben wichtig. Das holen wir wohl wieder rein. Keine Angst. Dafür wird unsere Pinkelpause gestrichen. Deine Pinkelpause wird gestrichen. Du wirst nicht auf Toilette gehen. Ja, bald haben wir auch was gegen Grimers. Gegen Gift-Pokémon allgemein. Dann sind wir auch ein bisschen besser aufgestellt. Ich denke, ich werde diese Rap-Poison-Powder-Attacke nicht durchziehen. Das empfiehlt sich einfach nicht. Also, Rap geht so oft daneben und, nee. Und es bietet sich ja quasi nur an, wenn ich gegen Pokémon vom Typ Gift oder so kämpfe, die ich eh nicht mit Rankenhieb vernichten kann. Oder so. Und da hilft es mir ja nicht, weil ich kein Poison-Powder einsetzen kann. Ja, weißt du? Das ist doch dumm. Ja, nein. Oh, was ist doch... Da werden wir eine andere Strategie wählen. Dann werde ich wohl die Strategie wählen, die ich mir hier am Anfang überlegt habe. Die, denke ich, wird euch zusagen. Mir sagt sie auf jeden, hat sie auf jeden Fall zugesagt, weil ich finde, da holen wir viel aus der Szene raus. Das Beste, glaube ich. Aber lasst euch überraschen. Lasst dich überraschen. Oh, scheiße. Müssen das so viele nervige Pokémon sein? Wenn wir Rasierblatt haben, ist ja alles in Ordnung, ja? Aber Rankenhieb eigentlich auch reicht. Ja, siehst du. Hätten wir auch auf Rankenhieb ausweichen können. So, du Glatzkopf-Spieler. Du mit deinen drei Wasser-Pokémon hast keine Chance. Obwohl du ein cooles hast, Kapuzzi. Du solltest nach Azuria City gehen, da kannst du es gegen einen Rosana tauschen. Ich muss ihm den Tipp mal eben geben, dann kann er das nämlich. Kann er sich ein Rosana holen. Und wie viel Schaden machen? Das reicht sogar. Sehr gut.
immer weiter so. Ach ja, ich sage es und sofort geht die Attacke daneben. Bösartig. Karma, Karma, meine Freunde, Karma. So, wir sind in Prismania. Einem Eckpfeiler dieses Spiels. Ja? Also sowieso immer. Weil es hier so viel zu tun gibt. Fast immer. Also meistens ist es der Standard, den man hier macht. Verschiedene Sachen holen. Ja? Und genau so ist das auch heute. Immer erst das Hotel, da holen wir uns Evoli, dann geht's in den Shop. Da holen wir uns auch immer fast die gleiche Kacke. Ein Wasserstein und ein Leafstone brauche ich diesmal. Dankeschön. Dann holen wir uns noch ein Freshwater, denn was anderes brauchen wir nicht. Ja, nee, Lazenia kann leider kein Eisstrahl erlernen. Was es etwas schwieriger gegen Siegfried machen wird am Ende. Aber naja, gut. Sollen wir auch noch schaffen. So, und Fliegen holen wir uns hier immer. Zack. Fliegen, bitteschön. Fertig. Dann kürzen wir jetzt die Wege schön ab. Und dann natürlich dir erstmal das Wasser. Ah, dürfen also jetzt nach Safronia City, haben Safronia City als Flugpunkt und können wieder zurückgehen. Wenn wir jetzt mal die Steine loswerden, Waterstone, weg. Dann haben wir unseren Surfer, Helfer und mit dem Leafstone holen wir uns jetzt die Komplett-Evolution. Boom! Lazenia. Und jetzt können wir auch TM8 benutzen. Jawohl, Lazenia kann nämlich Body Slam lernen. Wrap oder Poison Powder? Machen wir Poison Powder erst weg. Die Arena ist das Erste, was wir machen wollen. Ja, denn in der Arena bekommen wir tatsächlich noch eine neue Attacke für Lazenia, nämlich Megasauger. Ja, Megasauger möchte ich gerne mitnehmen, einfach nur switchen, so. Einfach nur, um eine Attacke zu haben, die uns die KP wiedergibt. Hallo, Mutenrochi. hier sind nur Mädchen erlaubt. Ja. Geh bitte weg. Nö. Na gut, dann bleib da. Jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, wie gut die Attacken von... Jetzt können wir mal gucken. Boah! Die Verteidigung ist für den Arsch, aber das ist eine saubere Angriffskraft. Ja, die Verteidigung und die Initiative, die sind wirklich am Arsch bei Lazenia. Das zeigt auch die Statistik, die Grafik. Also KP, Spezial und Angriff sind gut. Der Rest ist für den Arsch. Aber ja, ne? Ist ja was. Das läuft auch so ganz gut, meine Dame, nicht wahr? Oh, wie kannst du nur... Ah. Ich glaube, für Body Slam sollte ich die PP-Ups auch benutzen. Das wäre sinnvoll. Können wir mal machen. Ein PP-Up für Body Slam, bitte. Ich kriege ja noch eins, aber ich denke mal, dass es sinnvoller ist, wenn wir das dafür nutzen, als für die anderen Attacken. Bist du mit Razor Leaf weg? Ja gut, das ist sowieso dämlich gewesen. Dann, können wir uns ein paar Body Slams sparen, dann muss ich die nochmal heilen gehen. Dann hauen wir die nämlich in einem hier weg. Oder habe ich noch Äther dabei oder sowas? Moment, mal gucken. Items. Max Äther habe ich noch dabei. Ach ja, weißt du, komm. Max Äther, ich habe doch so viel, wann benutze ich die denn? Nutzt man höchstens in der Top 4 und da brauche ich nicht 4 Max-Äther und 3 Elixiere oder sowas. Quatsch. Ein Elixier und dann gehst du da durch. Daher Body Slam drauf jetzt. Was ist das übel, ey. Der Damage, den Lazenia reißt. Boah. Aber Lazenia erlernt halt keine Attacken mehr. Das ist halt so. Das ist ein bisschen schade. So, 4 Body Slams werden nicht ausreichen, deswegen... Reichen 4 Body Slams? Ach, ist auch egal, komm.
Auch wenn sie ausreichen, jetzt ist egal. Achten wir mal drauf, Freunde. 4 Body Slams hätte ich noch übrig gehabt. War der Max Ether sinnvoll oder nicht? Oh, jetzt hätte ich noch 3. Jetzt hätte ich noch 2. Scheiße, der war völlig überflüssig. 1, 0. Hätte genau gepasst. Mist, verdammter Mist. Okay, Mega Drain. Mega Drain machen wir jetzt auch nochmal eben. Mega Drain wird Venus lernen für Vine Whip? Ja. Gut. Fertig. Die Arena hätten wir. Und fliegen. Ach, ist das schön. Das ist doch herrlich. Jetzt fehlt quasi nur noch eine einzige Attacke für meine Überlegung, für meine Strategie für Sazenia. Und das dauert noch ein bisschen. Ja. Wie gesagt. Ist das mein Stuhl? Das ist ein Hund, oder was ist das? Na egal. Irgendwas hat da, macht da komische Geräusche. Ihr stört mich bei der Aufnahme, meine Freunde. Das geht doch nicht. Wie könnt ihr nur? Meine Güte. Burnt. Ja, burnt. Das war's. Das war burnt. Es ist einfach vorbei mit dir. Ey, du hältst dieses Knopf... Du hältst dieses... Knopfenser, genau. Du hältst dieses Sazenia Venus, hältst du nicht mehr auf. Das geht gar nicht. Wie willst du das aufhalten? Das ist übelste Zerstörung. Ups, da ist ja noch ein Trainer. Das zerstört einfach alles. Ah, das kann ich auch mal anders hinsetzen, ein bisschen bequemer machen, wenn das ist. Zack, neu aufgeheilt. 48, können wir auch noch mitnehmen. Mega Drain. Ja, nur 10-mal Mega Drain, ist ein bisschen schade. Aber ich glaube mal, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ich mich auf Body Slam und Rasierblatt konzentrieren werde. Ja. Nicht auf Mega Drain und die letzte Attacke, die noch kommt. Wofür dann Wrap vergessen lassen wir nicht, Stuhl. Aber soweit ist es ja noch nicht. Aber hier, aber Iron, ne? Ne, HP ab, da unten liegt Iron. Das können wir auch noch mal mitnehmen und eventuell Sazenia geben, also die Verteidigung ein bisschen höher hat. Wenn es auch nur um einen Punkt ist. Das kann am Ende viel wichtig. Viel bedeuten. Ja, ne? Verlierst du den nochmal, wenn ich anspreche? Oh, schade. Wäre auch lustig gewesen. Oh, ich habe den Lift Key verloren. Oh, ich bin ihn schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Ups, ne, du musst noch mit. Auch wenn du 5 blöde Pokémon hast, die mich nerven. Du musst noch mit. Oh. Muss ich mich wieder heilen an dir, tut mir leid. Ah ja. Nur Gift-Pokémon, ne? Och, doch nicht. Was? Razor Leaf geht daneben? Wie kommen wir denn hier hin? Nee. Aber jetzt bin ich aber frustratiert. Nein! Nein! Falscher Weg! Über den hier. Na, der geht sogar auch. Aber ich bin aus meinem Rhythmus rausgekommen, deswegen. Ist das ganz schlecht. Boah, einmal Wickel weg und ausgelöscht. So, komisch wie Autsch. Ach komm, Mega Drain, hol dir mal die Lebenspunkte wieder, die HP wieder. So lächerlich. Ach, unser Intruder Alert, Freund. Da war doch einer. Jedes Mal habe ich ihn nicht auf dem Schirm. Wenn ich es dann aber lese, denke ich, ach ja, hier. Da ist er doch wieder. Der gute Alte, ne? Ich habe ihn so vermisst. So, B4, guten Tag. Iron. Ich würde jetzt Venus ein bisschen die Verteidigung erhöht kriegen. Ich weiß, es bringt nicht viel, aber das ist viel. Komm.
Gib ihm mit. Ups, das hätte man nicht machen müssen. Egal, 49. 49, ey. Boah. Das ist schon richtig gut. Dann sind wir gleich so weit, dass wir Prismania City tatsächlich in einem Handstreich genommen haben. Dann müssen wir runter nach Fuxania. Was machen wir denn da zuerst? Die lange Route oder die Route? Dann müssen wir erst noch da, du. Oh nein. Mit den Geistern müssen wir auch noch lang. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Obwohl die mit Razor Leaf eigentlich auch richtigen Schaden kriegen, aber vielleicht kriegen wir sie ge-one-shotted. Die Nebulax durchaus. Ja, heftige. Hallo, Rocket. Oh, sich verlaufen? Hahaha, du Noob. Nee, eigentlich habe ich euren Boss gerade eliminiert und bin auf dem Rückweg. Was? Das kann doch gar nicht sein! Why? Und die zocken alle schön weiter, als wäre nichts passiert. Ach, wir können doch nach Lavandia fliegen. Was mache ich denn hier? Prismania ist abgehakt. Lavandia steht jetzt auf dem Programm. Der Rivale ist natürlich jetzt erst nochmal... Ne? Der möchte als erstes noch was mitnehmen. Oh, hi. Ich bin's, Gary. Weißt du noch? Dein Rivale. Auf dich gewartet. Nur um gegen dich haushoch zu verlieren. Ja, das ist übel. Damit hätten wir schon Level 50 erreicht. Ich muss nichts machen, ich kann nicht alle mit Body Slam erledigen. Wozu brauche ich Pflanzenattacken? Body Slam und tschüss. Das ist das Schöne. Moment, wo habe ich denn hier? Super Repels müssen da. Das schöne Body Slam kann ich hier eh nicht einsetzen. Es ist unnötig, Body Slam hier zu haben. Jetzt wollen wir mal gucken. Können wir die gewonshottet mit Razor Leaf? Ah, okay. Ist ein Crit gewesen. Wir beobachten die Entwicklung. Aber es wäre ganz gut. Mega Drain, glaube ich, reicht bei weitem nicht aus, weil es speziell ist. Ja, auch ein Crit, aber es ist immerhin down. Ein Rasierblatt ist halt physischer Angriff. Der drückt dann nochmal richtig rein. Sehr schön. Weil die Defensive von Geist-Pokémon eh nicht so gut ist. Weil wir es ja auch nicht brauchen eigentlich. Sind wir da schon gut bedient, physisch anzugreifen. Hm. Ist gut. Wenn es auch jedes Mal in den Kritz liegen würde, dass wir da die Bulax besiegen, ist mir das recht. Ich werde es nicht hinterfragen. Solange die weg sind, bin ich völlig zufrieden. Das macht mir die Arbeit hier einfacher. Einen ziemlich großen Teil. Ja, eine Ebene geschafft. Hier noch vier Trainer. Jetzt soll doch mal wissen, wie stark du wirklich bist, da 10 Jahre. Wie sieht es denn bei dem Alpollo aus? Wow. Ja, ne? Sieht man mal, dass das nicht schlecht ist. Das ist schon ganz ordentlich. Hä? Ich bin schon großkotzig und gehe einfach an dem Nugget da vorbei, was da links liegt. Es ist mir egal, ich brauche es doch nicht. Wir haben ja genug Geld hier und wir brauchen ja auch kaum Items. Oh, die letzten drei... Channelers, Medien und dann haben wir die auch erledigt. Je mehr ich hier so lang laufe, überlege ich mir, welche Route gehe ich denn jetzt zuerst nach Fuxania? Ich glaube, ich nehme den Fahrradweg diesmal. Nach Fuxania durch und gehe dann den anderen Weg. Ja. Wasserroute können wir auch noch alles, müssen wir auch noch alles mitnehmen. Sollte aber einfach, ja, was heißt sollte, ist einfach mit Sazenia. Sazenia nur Attacken hat, die gut, größtenteils Attacken hat, die gut sind.
gegen Wasser-Pokémon. Na, wenn ich bitten darf, Knöger. Ja, Razorleaf ist ja oben. Ganz vergessen. So, hier Zubat. Okay, zack, Body Slam nach vorne. Zubat, Zubat, Golbat. Kriegen wir auch so weg. Dann mal gucken, wenn wir wieder ein Level Up haben, wie der Angriffswert von Venus liegt. Der schon die Skala sprengt. Traumato. Die können einem echt leid tun. Die können einem echt leid tun. Zacenia ist auch wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ist Zacenia der direkte, ja, Moment, wie sage ich das jetzt? Nicht der direkte Kontrahent, sondern das direkte Gegenstück zu Giflor. Ist Giflor eigentlich Initiative Spezial besser? Weiß ich gar nicht. Oh, Reaper hat aufgehört. Müssen wir mal im Auge behalten, muss ich mal. Moment, habe ich jetzt... jetzt geheilt? 145 war der Angriffswert. Mal gucken hier. Das ist gut. Das geht völlig in Ordnung. Ups. Woran spielt die Pokeflöte? Axel, warum möchte auch eine geflötet bekommen? Nee, nee, Junge. Heute nicht. Geh weg in die Berge. Verpiss dich! Ja, der Radweg, ne? Ja, mit den fiesen Giftpokes. Hier könnte es sein, dass wir zwischendurch heilen müssen, weil ich nur mit Body Slam agiere. Oder zu 90% mit Body Slam agieren muss, weil diese Blödmänner hier ja alle mit ihren Gift-Pokémon rumrennen. Und da hilft mir Razorleaf recht wenig bei dem. Juhu. Du bist weg und ich gewinne. Ich gewinne und du bist weg. Komischerweise, jetzt kommen die ganzen Kampf-Pokémon, irgendwie die Typen angesprochen, die Kampf-Pokémon haben, ne? Alle anderen hier Gift, aber wenn du dein Beispiel bringst, dann kommen die mit den Kampf-Pokes. Boah, ein Riesing mit einem Angriff so weggekriegt hat, Body Slam ist auch nicht schlecht. Smogmog, eine gute physische Verteidigung. Da kannst du dir was drauf einbilden, Venus. Die ganze Rockerbande hier vermöbelt von so einem kleinen Kind. Gerade erst 10, ich habe hier alle fertig gemacht. Armrocker. Krieg ich so ein Viech auch mit Razorleaf down? Ja, tatsächlich. Und Soundbug deactivated. Who are you, Kid? Ich bin ich und du bist du. Oh, okay. Das ist ein Glatzköppe hier, ey. 53! Ja, auch noch. Willst du da fuchsen, ja? Ja, klar will ich das. Ich will da in die Arena. Ich will zeigen, was ich kann. Ich bin nämlich voll stark. Er hat seinen Smogmox über 1000 Erfahrungspunkte gebracht. Ja, ja, ja. Komm, komm her. Oh, na gut. Oh, oh, daneben geschlagen. Ja, ganz toll. Oh, nicht mal weg. Smogmog ist schon fies. Slimog. Merken wir uns, Slimog ist böse. Nee, ist frech. Muss mal eben heilen, danke, Minky. Einfach ausgelutscht. Ja,
erzählen ja wieder volle Power und wird euch alle vernichten. Ja, aber nie, ja, doch, den. Gefühlt hat Sazenia hier schon zwei Level erreicht, ey. Waren auch zwei, oder? Ja, ist doch. Auch nicht, auch egal, aber gefühlt erreicht Sazenia voll schnell die ganzen Level. Und das kann auch am Gefühl liegen. Es kann auch sein, dass die bisherigen Runs mit Starten oder sowas genauso verliefen. Und ich das gar nicht mehr so in Erinnerung habe. Einmal nach oben, haben wir hier noch drei Trainer. Und dann düsen wir Richtung Fuchsania. Und Fuchsania machen wir in einem Rutsch mal... Ups, das wollten wir nicht. Machen wir in einem Rutsch mal eben fertig. Das sollte... Ja, Fuchsania sollte auch nicht zu schwierig werden. Ja, das ist... Ja, das Einzige, was da ist, ist halt die Arena und das Slimog von Koga, was vielleicht ein bisschen stressen könnte. Und wenn das Smogmog einen Angriff überlebt und explodiert, aber das wird uns nicht töten, hoffentlich. Der Rest... Ja, was soll der Rest? Das Einzige, was ich machen muss, ist ein... Auf der Route dahin, Rihorn zu fangen. Weil das Rihorn, weil ich Rihorn für Stärke brauche, wenn ich Rihorn nicht unterwegs finden sollte, kann ich auch... Getrost, wie oft kannst du noch Body Slam? Einmal, aber 20 Mal wickeln, ja, da kommen wir die mit. Kann ich auch das Kikli holen später? Ja. Das kann auch Stärke. Also, aber ich möchte es gerne aus der Safari-Zone, würde ich gerne. Ja, ist dein Ernst, ne? Ja, hör doch auf! Oh, mach doch noch weh. Boah, jetzt. Das gibt's doch nicht. Hau Razor Leaf raus, jetzt alles egal, aber jetzt reicht's. Also so eine Verschwendung an Rap, die 4-5 Mal in einem Kampf daneben gehen, ist ja eine Frechheit. Ja, jedenfalls, Dank einmal eben zu Ende zu bringen. Ich hätte halt auch lieber direkt hier in Fuchsania ein Pokémon, dem ich Stärke beibringen kann. Da muss ich nicht nochmal zurück und irgendwie... einem meiner Pokes hier Stärke beibringen, dem Kikli, da wieder zurückkommen und dann nochmal die VM holen. Wobei ich sagen kann, ich kann ja jetzt fliegen, schnell nach Safronia, hol da Kikli ab und gut ist. Ja, komm, wir holen uns mal ein Rihorn, wenn das schnell geht und dann ist gut. Rihorn, wir holen dich. Komm in der Safari-Zone. Ja, ein Rihorn. Ja, guck. Wie soll das denn? Also noch schneller geht's ja gar nicht. Wie geht es noch schneller? Zeig Super Repel und durch. Wir haben das Pokémon, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch durch die Safari-Zone rennen. Und das war scheiße. Ja, Super Repel hält... ist. Je nachdem, wir haben ein paar Schritte gut gemacht, weil wir Anfang noch auf Rihorn getroffen sind und da hat es aufgehört. Ja, yeah, cool. Erstmal vorbeigelaufen. So, damit haben wir alles. Können auch die 165 Schritte gehen, ich könnte auch was nebenbei trinken, Leute. So ist das entspannt. Na gut, dann piep auch. Jo. War die Jagd erfolgreich? Natürlich war die Jagd erfolgreich. Also bitte. Was soll denn diese Fragerei? Ah, mich hat keiner verstanden. Danke, du kommst jetzt Stärke. Oh. Gut, Stärke. Rihorn. Surfer. Aquana. Johann macht gleich mal was Sinnvolles. Ein Rare Candy.
War ich heilen? Jo. Alles klar, ab in die Arena. Und dann ist Fuchsania City auch schon fertig. Ach, meine Güte, geht das schnell. Das ist doch cool. So kann das ruhig immer laufen. Kadaver, Razor Leaf ist physisch. Das bist du nicht, dem bist du nicht gewachsen. Nur der Typ mit dem Hypno und der andere da oben links, die können mir ein bisschen... Das heißt, gefährlich werden ist jetzt übertrieben, aber... Ja, ist klar. Die nerven halt. Weil Hypno überlebt immer die Attacken. Das ist doch gemein. Tomato. Ja, was ist der Schwein, du? Ja, schön Razor Leaf hier aufbrauchen, die AP. Body Slam sparen wir uns auf. Für die wirklich schwierigen Fälle, die da bald kommen. Wie zum Beispiel das Arbok, was der Typ hat. Müssen wir Body Slam machen, weil ansonsten bringt das nichts. Ich will mal eben meine die KP zurück, die ich verloren habe. Danke. Ich muss mir mal vorstellen, wie brutal das für die Gegner sein muss hier. Die total verprügelt werden von so einem 10-jährigen Jungen. Und die einfach sagen, weißt du was, hau dem eine auf die Rübe, bis dann heult der und rennt heulend weg. Macht keiner. Team Rocket. Giovanni, der ist der. Da kommt dieser 10-jährige in Saffronia City in diesen Konferenzraum. Du musst Giovanni hingehen, dem eine geben. Dann haut der Junge heulend ab. Das ist ein 10-jähriger Junge. Was soll er denn machen? Aber die Welt der Pokémon, da läuft es anders als bei uns. Ja, das wirst du überleben. Das ist mir wohl klar. Ja, gut, das ist kein Angriff. Ey! Gib mir den KP wieder, oder das KPchen. Oh, nice. Der hätte explodieren können und das hätte eventuell Schaden gemacht, aber naja, er hat es nicht. So, Toxin. Wäre mit Wickel eine gute Attacke. Machen wir aber nicht. Nö. Hab ich nicht vor, nein, nein. Wir kümmern uns jetzt um die Route hier rechts. Auf, Freunde. Es wird Zeit, die lange Route zu machen und dann kümmern wir uns um Saffronia City. Und dann haben wir es bald geschafft. Haben wir schon einen Großteil erledigt. Jo. Wir werden zwar zwischenzeitlich, muss ich meine Venus mal aufheilen lassen, weil die AP ausgehen, aber das ist ja zu verkraften. Die Taubsi, ey. Ich habe ein Taubsi, sieh mich an, wow. Der hat erstmal ein fettes Dodri am Start. Und dann nur Dodus. Wenn er meint, dann kann ich da auch nichts für. Hallo, Junior-Trainer weiblich. Komm, du musst auch mit Razor Leaf weg, oder? Nein, bist du nicht. Verdammt. Scheiße, die ist einfach vierfach resistent, ne? Die Attacke. Ah. Schade. Aber na gut. Können wir da auch nichts für. Body Slam, weg. Rap dauert mittlerweile zu lange. Ihr greift mal an. Einfach drauf. Body Slam reicht in dem Fall ja auch aus. Amazing. Ach, diese Biker-Schar, diese Biker. 5 Pokémon. Oh, warte, die könnten aber mit Razor Leaf auch weg sein. Das ist eigentlich auch, warum Smog auch weg sein könnte. Ach, ich denke, dann würde ich es dann machen.
reicht auch. Grimer, Grimer. Hallo, die Dame. Eine Schönheit, das habe ich mir gedacht. Knödeljof. Knödeljof. Auseinandergenommen. Shit happens. Wenn hier mal mehr Pokémon auftauchen würde, ich mit Rasierblatt auch schon erledigen könnte. Aber nö. Gibt so viele Rocker und so viele Vogelfänger. Da muss ich immer umspacken. 59. Jawohl, ja. Und das läuft auf dieser Route auch sehr entspannt, muss ich sagen. Und sehr schnell. Satzenia hat die Power und hat die Attacken, um hier ordentlich abzureißen. Und das ist angenehm und schön und das macht Spaß. So wünschen wir uns das. Aber so haben wir es längst nicht bei allen Pokémon. Obwohl ich dachte, Satzenia bzw. Knofensa am Anfang würde schwieriger werden, dann nur dass, dadurch, dass es nur Handhieb kann. Aber den Nachteil daraus hat er mit seinem Vorteil, dass er wenig Erfahrungspunkte benötigt, anscheinend wieder wettgemacht. Und so, ne? Lässt sich das leben. Gut, wie viel haben wir noch? Mal gucken. 3, 17, 4. Ja, 10 auch noch, komm. Ah, die paar Trainer hier auch noch weg. Müssen wir einmal heilen und dann ist es auch gut. Dann haben wir damit auch keinen Stress. Ja, Hack ist natürlich doof. Wenn ich die zwei Trainer hier noch wegkriege und dann die Trainerin da unten links noch auf dem Rückweg, dann ist alles easy. Ibitak, Body Slam. Und der hier noch. Ich weiß nicht, was hat er noch? Hat auch nur zwei Pokes. Body Slam, tschüss. Und dann machen wir Frapp. Trifft natürlich nicht, weil er Leaf killt. Sehr schön. Level 60. Gut, dann gehen wir mal ganz fix da unten hin und holen uns die Trainerin da. Und fliegen dann zurück. Und dann machen wir den Rest der Route fertig. Von da an geht es direkt nach Saphonia. Oh, Mega Drain. Oh. Thunderbolt, Mega Drain. Welcome to our Pokémon Center. Here, take this. Geheilt. Nun gut, auf geht's hier in den Bereich, in dem noch ein paar nervige Vogelfänger rumlungern, in dem ich nicht so gut. Ja, ich meine, die sind mit Razor Leaf hier auch bedient. Sind die weg, Gott sei Dank. Jo, 26 ist kein Level mehr. Das hatte ich doch schon in Azuria City raus. Mr. Überheblich schlägt wieder zu. Warwing Attack, voll fies. Kannst doch nicht so einen Angriff gegen mich starten. Tut doch weh. Mann. Jedes Mal ein Crit. Die beiden hier. Der Rocker und der Vogelfänger. Müssen wir gucken, die Sylph-Co, wie gesagt, das ist ja auch ein
ja, zeitraubender und nerviger Dungeon in dem Moment. Dungeon, da wenn man sich da ja... Wir haben uns ja viel umsehen müssen und viel hin und her rennen müssen und die alle rumdruseln. Die Wasserroute mache ich dann zum Schluss, wenn wir in der Sylph-Core auch fertig sind und in Saffronia City fertig sind. Dann mache ich die Wasserrouten. Sieht jetzt sicher an. Und dann machen wir Zinnoberinsel. Holen uns dann noch das andere PP ab. Müssen gucken. Ich denke, ich werde es wieder für Body Slam nutzen, denn alles andere wäre blödsinnig. Ja, Razor Leaf kann ja schon 25 Mal, das reicht. Öfter brauche ich das auch nicht. Ja, wobei jetzt die AP langsam dafür ausgehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir nehmen PP ab erstmal mit. Hallo, liebe Pfadfinder-Dame. Okay, das ein bisschen Mega Drain einsetzen. Mega Drain, da könnte ich das auch für nehmen, aber es lohnt sich in dem Moment auch nicht wirklich, Mega Drain PP Up drauf zu setzen. Weil das Füßel, weil das speziell ist und schwierig. Die anderen Attacken sind einfach besser. Das muss man mal so festhalten. Die sind einfach besser. Und für mich würde es sich immer lohnen, eher einem Body Slam den PP abzugeben als einem Mega Drain. Finde ich schon. Auch wenn Mega Drain stark ist, es ist Body Slam ist meines Erachtens nach besser. Ach Gott, die hat auch nochmal 5 Viecher, ey. Ja, komm, dann machen wir Mega Drain jetzt weg. Und hoffentlich können wir sie alle besiegen. Mit einem Mega Drain jeweils. Gut. Oh nein, ich hab verloren. Kommt nach meiner Rechnung noch der? Da oben noch eine. Da noch zwei. Da noch einer und das Relaxo. Also 4 Trainer und das Relaxo noch. Oh, noch 18 Mal Body Slam. Alles klar, wir gehen auf Body Slam. Gar nicht benutzt. Pff, gut. Dann müssen wir das doch nachholen. Hast du einen Mondstein? Ich bin zu doof, den zu kriegen. Ja, du wärst der König dieser Route, wenn du einen Mondstein hättest, ne? Hättest du 2 Nidokings. Ja, und ich weiß, ne? Ich kenne dich doch. Ich muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn mitnehmen. Es sind zwar nur 204 Erfahrungspunkte, aber... Naja. Nein! Mitnehmen müssen wir ihn trotzdem. Der letzte Trainer, da haben wir die lange Route hier geschafft. Hat mich sehr, sehr zufrieden und sehr positiv überrascht, wie gut das doch klappt mit Sarzenia. Ein letztes Mal die Pokéflöte, dann können wir die nämlich auch wegpacken. Dann die beiden Relaxos nämlich erledigt. Wumpf. Alles klärchen. Dann ab nach Saffronia. Mal heilen, wir haben alle VMs dabei. Können jetzt mal eben alles ablegen, was wir nicht brauchen. Bicycle kann weg. Von 2. Lift Key. Surf Club. Das Elixier. Pokeflöte. VM3. VM4. So, bevor wir irgendwas machen, gehen wir nochmal eben rüber in den Markt. Und verkaufen Paradise hier. Super Potions. HP ab. Das kann weg.
Iron kann weg. Dann kaufen wir uns Full Heals. 20 Stück, völlig übertrieben. Und 5 Hyper Potions. Einfach nur für den Fall der Fälle. Den Fall der Fälle, der niemals eintreten wird. Ja. Was muss ich mein seit 10 Jahren heilen, oder was? Wann? Wo? Warum? Bringt doch nichts. Yay. Und jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann haben wir auch die 4. Attacke für Sarzenia. Ja, Freunde. Wie ihr euch denken könnt, vielleicht schon denken könnt, ist sie in das im Silphco-Gebäude. Was kann es also nur sein? Da kommt ihr ja nie drauf. Yeah. Die armen Kampf-Pokémon, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Geh damit im Sarzenia rein und prügel die alle weg. Weil sie die trainieren Tag und Nacht, investieren ihre komplette Freizeit da drin und werden dann von einem 10-Jährigen mit einem Sarzenia verprügelt. Tja, du darfst dein Pokémon aussuchen. Nee, brauch ich nicht. Warum nicht? Weil die schwach sind. Hey, er pennt. Ach ja. Wir machen es andersrum diesmal. Wir räumen von 11 abwärts auf. Dann muss ich nämlich jetzt nicht extra ins Pokémon Center gehen heilen. Dann räumen wir das so auf. Das heißt, dann habe ich auch. Dann habe ich auch die entspanntere Arbeit hier. Und habe die. Ach Mist. Na, reicht ja auch raus. Okay. Hab die Heilstation dann immer griffbereit. Slam. Ja. Ach, steht da doch in Kretten. Ich spreche ihn doch an. Nö, ich gehe erstmal einmal drumrum. Wir spielen Plumpsack zu zweit. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil das total sinnvoll wird. Ach, ich will ja die Cardkey gar nicht. Was mache ich denn hier? Duan ist schon wieder voll verwirrt. Erstes solltest du dir immer den Card Key holen. So, das 1x1 des Silphco. Erstes ist es wichtig, diesen einen Trainer zu besiegen, um dieses Item hier zu kriegen. Danke. Dann könnten wir. Was zum Geier? Dann können wir ins 10. Geschoss fahren. Und ein bisschen hier rumdruckseln. Ist ja gar nichts, ich muss ja hier hin. Willkommen im 10. Stock. Hier bin ich zu Hause. Ja, das freut mich. Yeah, 63. Carboss. Rare Candy. Und Erdbeben. Ja, wollen wir mal eben gucken, ne? Hier, lern mal Erdbeben. Kann er ja gar nicht. Nein, Erdbeben ist nicht die Attacke, die wir hier lernen. Nee, Freunde, das ist was anderes. Ja, jetzt strengt mal eure grauen Zellen an. Was könnte Sarzenia hier wohl noch lernen? Oder was soll Sarzenia hier lernen? Ich bin einer der 4 Rocket-Brüder. Ja, euch haben wir ja schon lange getroffen. Es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir die TM bekommen. Aber da nicht nochmal. Was gibt's hier? Ich gebe euch einen Tipp. Finale ist es auch nicht. Oder Explosion. Was kriegt man hier nochmal von der Trusse? Das ist es nicht. Mopedfahrer draußen wieder gibt wieder Gaste. Bis ihr mal auf der Schnauze fliegt. Leider sieht das dann keiner mehr dunkler, dann wäre es nämlich super lustig.
Aber ja, da kann man dann auch nichts für. Würde man das gerne sehen, und dann sieht man das nicht, weil es dunkel ist. Und dann ist die Zeit, dann legen die sich hin und dann ist es lustig, sich das anzusehen. Die sich hinlegen und schön ihr Moped oder sowas oder ihren getunten Roller oder was sie da fahren, dann irgendwo gegen eine Wand setzen. Puh, fällt das Ding um kaputt. Aber man kriegt es nie mit. Naja. Wir wollen uns aber jetzt nicht hier um irgendwie Roller fahren. Wir wollen nochmal gucken, wisst ihr denn mittlerweile, was für eine Attacke das sein wird, was Satzenia lernt? Ohne dass ihr jetzt vorgespult habt. Also ich habe bis zum Ende vorgespult und die Attacke gesehen und jetzt zurück. So, kann man machen. Ist ja legitim. Yeah, 64. Hallo, noch einer der Rocket-Brüder. So viele Rocket-Brüder. Jeder Etage sitzt einer. Und hat zu meckern. Tada, da ist sie, TM3. Ja, wir bringen Satzenia Schwerttanz bei. Tatsächlich. Ist ein bisschen ungewohnt, ich weiß. Aber das hat einen ganz guten Hintergrund. Ganz cleveren Hintergrund. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt benutzen werden. So, so. Rap weg. So, Sword Dance. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt benutzen. Aber wenn, dann würde ich zum Beispiel gerne, wenn wir gegen Siegfried kämpfen oder sowas. Und wir können die nicht one-shotten. Oder gegen Gengar am Anfang. Wir können ihn nicht one-shotten. Dass ich dann Schwerttanzen zwei, dreimal mache und dann mit Razor Leaf die Pokémon weghaue. Die Geister zum Beispiel. Ja. So läuft das dann nämlich. Aber sonst glaube ich, mit Rasierblatt würden wir nicht unbedingt... Ich weiß nicht, ob wir das benötigen. Aktuell ist es nicht der Fall. Ja, da hauen wir die Dinger reihenweise um. Aber Schwerttanz ist einfach nochmal zur Sicherheit für mich auch nochmal da, falls ich die... Ja, falls es halt wirklich passieren sollte, dass die Attacken nicht stark genug sind von Satzenia. Ja. Während ich das sage, glaube ich selber nicht dran, dass es soweit ist. Aber naja, man weiß ja nie. Vielleicht passiert es ja doch und wir merken, oh scheiße, die Topf hier sind zu krass. Dann muss ich auf Schwerttanz greifen, aber naja. Jetzt ist Satzenia jedenfalls auch endlich fertig. Hat seine vier Attacken gelernt. Bin ich mit zufrieden. Wir können uns jetzt in aller Ruhe dem Rest des Spiels widmen. Und hier übelsten Abriss starten. Erstmal müssen wir jetzt hier den Müll entsorgen, der sich Team Rocket schimpft. 65 nehmen mit. Alles mitnehmen. Wie viele Attacken wir haben? Alter. 13, okay. Werden wir noch eine Etage clearen können. Noch so ein Schmuggler hier, oder ein Juggler. Juggernaut, ne? Sitzt ja auch noch hier. Du feistes Stück, du. Dich nehmen wir mit. Ne, da kommen wir gar nicht raus. Da ist zu. Da ist auch noch einer. Magneton. Ah, da können wir was hier bald ruhig einsetzen. Das drückt so einen guten Schaden, dass wenn es denn mal trifft. Sehr gut. Nö, alles klar. Was haben wir hier noch? Können wir mal ein bisschen. Ach, da ist wieder ein Schuler, ne? Ja, schon wieder der Typ. Hast du auch einen anderen Satz drauf? Nö. Ich kann nur den Satz sagen. Wieder regenerieren hier. Ja.
das ja so wichtig ist. Dann machen wir den Typen da oben noch und dann gehe ich einmal eben heilen. Einfach nur, damit wir es hinter uns haben. Bingo. Elektroball. Weg ist es. Ist das denn einen, guckst du? Gut, wo war das nochmal? Ich... Achten? Nö. Dann war es im 9. Ich bin nie drauf, wo es die Heilung gab. Kann ich nicht merken. Wo waren wir jetzt gerade? Im 4. waren wir, ne? Ja, im 4. haben wir geklärt. Ah. Dann wäre gleich fertig. Cool. Dann sind wir hier ja gleich fertig. Und haben die Silphco befreit. Beziehungsweise ganz Safronia City. Ja, hier gibt es eh nur zwei Trainer. Hallo du! Oh Hilfe, ich werde gefangen gehalten. Ja, ja, komm, kannst du deiner Mutter erzählen, ein Märchen. 60, ey. Yeah. Noch so 10 Level kannst du noch erreichen. Ach Gott, 5 Pokes. Naja, gut, komm hier, Body Slam. Das reicht auch aus. Und wir haben mit Sazen ja echt ein Monster erwischt in diesem Run. In diesem Run. Nein, erstmal geportet. Haben wir mit Sazen ja echt ein Monster erwischt. Ich meine, mit Clofensa am Anfang war... Ja, es war nicht schwer. Es war nur... musste es nur ein bisschen gucken. Ja, das ist so... Ja. Oh, triff doch mal. Hat ein bisschen gestört mit Rankenhieb und sowas. War nicht ganz so. Lief nicht ganz so flutschig ab wie bei anderen Pokes. Aber dann, als so Wickel und sowas dazu kam, ja, dann fing es an gut zu laufen. Weil das Level gestimmt hat, die Angriffswerte haben gestimmt. Da war's. Hat das Spaß gemacht. Ja, und jetzt so mit Zazenia und sowas, seit wir Body Slam haben. Ja. Ne, das hat sich gewendet. Ne, das ist sowas von, ich weiß gar nicht warum. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, warum ich die Hypertränke gekauft habe. Für was? Bringt auch nichts. Na, Gary? Hast gedacht, du führst, genau, ich hab dich gesehen und gedacht, ich feuer dich mal heraus. Ja, ist klar. Und da dachtest du dir, das könntest du mal ebenso machen. Was kann Gyarados eigentlich gegen mich machen? Dragon Rager, herzlichen Glückwunsch. Was passiert denn jetzt mit Grazer? Ja, ne? Zweimal, jetzt will ich das mal eben von der Linie. Ja, mal gucken, was passiert denn zweimal Schwertanz? Was passiert mit Razor Leaf? Das ist vierfach resistent, das Glurak. Okay. Das kam unerwartet. Ja, ein bisschen mehr Schaden gerechnet, aber gut. Da haben wir Body Slam, ne? Glurak hauen wir da nicht mit Rasierblatt weg. Dafür ist Body Slam da. Der letzte Rocket. Lass uns noch mal eben aufheilen hier, bevor wir da... Was? Boah, erstmal Psychic gemacht. Oh, jetzt sind wir auch wieder frisch aufgeheilt. Giovanni, dann lass uns mal zur Sache kommen. Bumm. Oh, ich habe gar nicht mehr so oft Body Slam, das ist ja uncool. Na ja, gut, ich muss es auch noch einmal haben wie Nidoqueen, aber sonst
Boah, es hat überlebt! Uncool. Wo ist es da? Escape Rope. Wir haben Safronia City befreit. Als Dank dafür müssen wir uns jetzt noch den Ort erkämpfen. Ja. Ist ja in Ordnung. Hallöchen. Ah, du bist bestimmt der Trainer, der hier alles gesaved hat. Ja, kriegst trotzdem keine Sonderbehandlung. Die will ich auch gar nicht. Ich will dich fair und ehrlich kaputt prügeln. Und das fällt meinem Sarzin ja nicht schwer. Ah, I lost. So war das wohl. Das ist natürlich hier nochmal ordentlich Erfahrung, ne? Und diese schöne Psycho-Arena, Psycho-Pokémon geben auch gute Erfahrung. Geister nicht ganz so, aber wir nehmen sie natürlich dankend an. Boah, ist nicht weg. Ja, das ist das Gefährliche bei Geistern. Beziehungsweise auch das Nervige, das werden wir bei Agathe später auf jeden Fall nochmal sehen. Dass das nerven könnte, nerven wird. Oh, Apollo. Nächste. Wilde Geister hier, du. Next. Ja, Nebulax, die kannst du mir wohl auf den Hals setzen. Das ist wohl in Ordnung. Der, das Apollo müsste auch weg sein. Yeah. Jetzt müssen wir eigentlich gleich alle haben. Ah, ist auch irgendwann mal gut. Am besten mit Body Slam arbeiten hier. Yes. Jo, dann haben wir alle. Sabrina! Ah, ich habe von deiner Ankunft gewusst. Ich weiß da voll Bescheid, weil ich psychische Fähigkeiten habe. Ja, ja, ist gut. Du hast mich beim Reingehen gesehen und gut ist. Mann, Mann, Mann. Immer diese heuchlerischen. Warum hat die ein Omord? Na gut, Omord kann Psystrahl. Tut mir leid, was ich gefragt habe. Ich habe mir die Antwort selber gegeben. Gut, dann lass uns kämpfen. Oh, wir sind fertig. Hahaha. Psywelle, ja, die ist ja so super machtvoll. Dann kann man die gut gebrauchen. Nun gut, wir fliegen jetzt nach Fuxania. Von Fuxania aus müssen wir nämlich nochmal eben runtersurfen und die Route da clearen. Das habe ich ja noch nicht gemacht, das habe ich ja nochmal mir aufgespart für jetzt. Weil das ja wirklich keine Herausforderung ist, diese Route da. Das ist alles Wasser. Guck mal, ich meine, das ist hier. Das ist doch Beschiss für seit 10 Jahren, wenn ich da. Ja, das ist einfach, ne? Einmal durch und fertig ist. Und es wäre halt auch Blödsinn, wenn ich dies auslassen würde, weil das ist wirklich geschenkte Erfahrung hier. Und nimmt nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Denn wenn wir mit einem Super Repel arbeiten und die Trainer hier besiegen, das geht ganz schnell. Und das machen wir von Alabastia runter auch und direkt bei der Zinnoberinsel auch nochmal. Und dann haben wir alle großen Routen abgearbeitet. Die Siegestraße ist ja, ja, ist keine Route mehr, das ist ja so ein extra Dungeon. Die letzte Prüfungsstelle. Wie creepy. Ach, komm her. Ah, den Typen vergesse ich hin und wieder mal, glaube ich. Muss ich mich immer daran erinnern, dass der dann auch noch ist. Ah. Ach, was mache ich denn? Na gut, hat auch gereicht, ne?
Wollte eigentlich Body Slam machen, aber gut. Ey, du Sack. Guckst in die falsche Richtung. So ist es für mich schwieriger. Ja, natürlich. Danke. Nochmal Mega Drain machen, reicht ja alle aus. Help, X-Star Help. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Ah, der hat 5 Pokes. Da können wir aber Body Slam einsetzen. Aber der hat doch die ganzen Tentachas, oder? Nee, doch nicht. Er hat nochmal so ein anderes Hin- und Her-Gequassel. Aber auch, ja, hier Tentoxan. Ey, ist klar. Ach ja. Autsch. Stern, du. Oh, Level 70. Geile Sache. Das läuft nach Maß. Und hier gibt's ordentlich Erfahrung. Schon wieder einer mit 5 Pokes, die hier einfach wild umhergeschmissen werden. Macht's gut, auf Wiedersehen. Macht's gut, auf Wiedersehen. So, Vata ist feeling good. Ja, ihr kannst vergessen, euch greife ich speziell an. Könnt ihr euch auch mit, zwar mit Razor Leaf kaputt schlagen, aber. Nee, nee. Den kann man auch speziell angreifen, die Viecher hier. Oh, daneben. Weißt du, warum treffe ich den jetzt nicht mehr? Scheißinger Smokescreen gemacht oder was? Uncool. Einfach Smokescreen, ey. Glaub's ja nicht. Noch ein Seemann. Juhu! Nicht vergessen, hier ist noch einer. Eine. In dem Gold King. Ja. Das kann ich natürlich mitnehmen. 35, ne? Das sind 1275 Erfahrungspunkte. Knapp 2500 Goldstückchen. Hi Mom, ich muss mal eben Pause machen. Danke Mom. Weiter geht's. Das ein nach dem anderen, wie so ein Fließband. Das Gefühl, das Mega Drain nicht so oft daneben geht wie meine anderen Attacken. 71, das ist doch herrlich. Und schon, wenn man sich überlegt, da gibt es ja noch obendrauf 10 Sonderbonbons. Das heißt, 10 Level sind quasi geschenkt in diesem Spiel. Können wir mal überlegen, welches Level wird seit 10 Jahren am Ende erreichen? Das ist jetzt 71. Wir haben jetzt noch da unten die Route. Der kriegt noch ein Level auf dieser Route. Zinnoberinsel, dann die Arena. Da kriegt er vielleicht auch noch insgesamt 1, vielleicht 2, wenn es gut läuft. Auf der Siegestraße 1, 2, also so 75, 76 schätze ich ein, wird seit 10 Jahren wohl erreichen. Viel mehr kommt da, glaube ich, nicht. Aber das ist auch schon was. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Der Zehner ist in jedem Fall ein Pokémon, was es. Das nehme ich jetzt mal schon vorweg, was es zu trainieren, dass es sich, sich empfiehlt zu trainieren. So rum ist es richtig. Mit Body Slam und Rasierblatt, dann ist das Ding echt.
Ganz schön tough. So, so langsam, ne? Da merke ich es in meinem rechten Daumen. Der sitzt ja auf den Tasten meines Controllers. Nur so ein bisschen, dass er sich verkrampft oder so, dass er ein bisschen ausgelaugt, wie es sich anfühlt. Hallo, 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 da. Aber gut, wir sind auch schon, wie haben wir jetzt, 2 Stunden, 15 Minuten und 40 Sekunden. Gut, nicht in eurer Aufnahme jetzt, was ihr jetzt in der Timeline seht, da müsst ihr die Zeit vom Intro noch abrechnen. Ja, nicht vergessen. Sind wir jetzt schon dabei, ja? Ich meine, du hast die ganze Zeit das A-Button gesmashed, das, ja, ist jetzt auch nicht arg schlimm, aber Zeit. Keiner mehr. Gut, zack, einmal heilen. Und dann gehen wir nämlich die letzte So-Route an sich durch. Und haben es dann. Zinnober ist da links. Ja, da komme ich gerade her. Dann ist das schon klar. Okay. Oh, die Pelle hat schon wieder aufgehört. Muss ich gleich nochmal auffrischen. Auf die ganzen Tentachas hier habe ich auch keine Lust. Und Super Repel. Noch 10 Stück. Boah. Das reicht dicke. Mega Drain. Mega Drain. Das kommt, wie wir alle wissen, natürlich. Wenn du schon 2 Mushas hast und noch ein drittes kommt, dann muss natürlich ein Ausdoss zwangsläufig auch dahinterher kommen. Ja, komm. Dann sind wir gleich mal, müssen wir gleich durchs Pokémon-Haus. Das geht ja mal relativ fix. Ja, die 4, 5 Trainer oder sowas, die da immer gang und gäbe sind, die ich dann besiege, aber sonst fliegen wir da ja quasi durch. Hallo, letzter Trainer. Entschuldigung, Trainerin. Auf dieser Route. Die kleine Stute mag es mit der Route. Was? Nix. Ich hab nichts gesagt. Ich reime nur. Ganz schnell der Blick ins Inventar. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir noch ein Escape Rope? Ja. Alles klar, dann rein da. Das ist alles wie ein Puzzle hier. Was? Ja, er gibt mir nur einen Hinweis, dass alles hier wie ein Puzzle ist und ich muss ihn gleich zum Kampf herausfordern und ihm 3000 Pokédollar klauen. Na gut, der wird es auch irgendwo mehr geklaut haben. Sonst hätte er ja nicht die Bezeichnung Dieb. Nee. Da bin ich ganz alleine drauf gekommen, dass das so ist. Ja. Verzeihung. Das tut mir leid. Das war nicht eingeplant. Blizzard können wir ruhig mitnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Super Repels gar nicht mehr so lange halten. Aber das ist nicht so. Die halten gleich lange. Ja, das ist. Aber mein Gefühl ist so. Erst noch vor gegen die Wand gerannt. Weil wir es können. Deswegen. Einfach mal gegen die Wand rennen.
Press it. Wer würde das nicht tun? Aha. Wir haben es geschafft. Wir haben die wichtigen Items. Wir können jetzt in die Arena. Aber vorher noch mal eben. Hier, komm, komm gleich wieder weg. PP Abheimer, Full Heal, Kagi, Kavos kann weg. Erdbeben, 46, 14, 22, alles klar. Hallo, Arena von Zinnoberinselhausen. Weißt du, was ich glaube, was sinnvoll ist? Ich gebe das zweite PP Up jetzt auch für Body Slam aus. Das ist am sinnvollsten, weil ich Body Slam einfach übelst viel einsetze. Und den anderen, ja, das andere kann er zur Genüge. Und Body Slam werde ich noch sehr gut, sehr oft benötigen. Zwar nicht bei den Top 4, außer wahrscheinlich bei Siegfried, weil die anderen benötigen an, ja, und bei Bruno, da siehst du, von der Hälfte brauche ich es auch wurscht. Es ist, jetzt ist eh zu spät, das zu ändern. Es ist egal. Es geht auch so 21 Mal. Das ist schon ordentlich. Aua. Sie einfach ruckzuckieb gemacht. Ich glaub's ja nicht. Ja, mal gucken. Wie ist das denn? Okay, das reicht auch. Gut, dann werde ich jetzt umsteigen. Das Galoppa hier muss ich mit Body Slam vernichten, aber dann brauche ich zwischendurch nicht nochmal heilen zu gehen. Damit die Body Slams ausgehen, weil ich mindestens 4-5 Body Slams brauche für Pyro. Pyro. Ja. Und wenn Ponita damit weg ist, dann. Ja, ist dein Ernst oder was? Dann müsste das auch gehen hier. Sehr schön. Wie viel Geld die geben, das ist unglaublich. Naja, 10 Body Slams, gut, dann können wir es auch weitermachen. Dann war die Idee des Umorganisierens gar nicht nötig. Hallo, Büro. Können wir da mal loslegen? Oh, das hat wehgetan. Oh, ouch. 74. Bitter. Das könnte er überleben. Ja, aber er macht halt nur Ember. Eieieiei. Er macht halt einfach Ember. Warum? Weil, ja, er kann es halt. Nun gut. Britannia City, wir kommen. Wir sind da. Zeit, die letzte Arena aufzusuchen. Und uns den 8. Orden abzugraben. Und dann heißt es Richtung Top 4. Und dieses. Und diese auch zu verprügeln. Mit allem, was wir haben. Ja, ja, Karate ist super toll. Hm, ist okay. Ich sag ja schon nix. Acho. Acho, du mich auch. Ich könnte eigentlich mal eben bei Nidoking gleich testen, wie sich Rasierblatt auswirkt. Das ist ja normal effektiv. Auch wenn es diesen nicht effektiv Text gibt. Das ist ja falsch programmiert. Ja, überleben Nidoking Gift Boden. Boden, sehr effektive Attacken, seht ihr hier bei Sandama. Und Gift ist resistent gegen Pflanze. Ja, gleicht sich das aus, also normal effektiv. Ah, und das bei einem Gift-Pokémon. Ja, da kann ich auch. Ja, komm, dann greifen wir am Ende. Giovanni hauen wir mit Rasierblatt um. Dementsprechend können wir jetzt die ganzen anderen Attacken schön
schön schon mal aufbrauchen. Mega Drain hier. Auch ein Rihorn. Warum die alle Peitschen in der Hand haben, ne? Team Rocket, diese Ass-Trainer, diese Tamer. Alle haben so Peitschen in der Hand. Das hilft euch auch nicht weiter. Es sei denn, ihr peitscht mich hier aus als Spieler. Dann habt ihr Glück. Dann könnte es funktionieren, dass ihr Ruhe habt. Aber so doch nicht. Okay, Giovanni, ich höre Stimmen, ah, er schon wieder. Tut mir ja wohl leid, ne, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als dich zu vernichten. Die Triebs. Normal effektiv. Du hast doch keine Chance gegen mich. Und mein Satzenia, meine Venus, ist zu mächtig für dich. Haha, der Erdorden gehört uns. Und Giovanni guckt einfach gegen die Wand. Er schämt sich. Es ist auch richtig so, dass er sich schämt. Denn dass er seine Organisation von einem Kind zerschlagen lassen hat, ist schon peinlich. Aber ja, das ist so. Ja, selber schuld. Auf geht's. Ja, das musste natürlich nochmal sein. Gary! Da bist du ja. Lange habe ich auf dich gewartet, um diesen Kampf zu genießen. Boff, Body Slam. Mega Drain. Little 76. What? Verloren? Ja, Gary, da kann ich auch nichts für. Tut mir wohl ein bisschen leid. Ein bisschen. Ach ja, ich wollte mich gerade schon wundern, hat der Schutz schon aufgehört? Nee, die kontrollieren ja nur meine Orden. Die Ordenskontrolleure sind auch wieder da. Pflicht ist Pflicht. Die haben ihre Aufgabe hier, dafür werden sie bezahlt. Deswegen ist das Ganze in Ordnung. Seht euch meine Orden an, die habe ich mir alle redlich verdient. Wow, der Schutz hält sogar immer noch. Ich hab nichts gesagt. Gut, dann wollen wir mal ganz schnell die Siegestraße hinter uns bringen, denn die ist ja jetzt auch. Allseits bekannt. Das letzte Rare Candy, was wir uns holen. Das andere liegt im Kraftwerk. Und da kommen wir so schnell nicht hin. Ja, wollen wir auch gar nicht hin. Weil es Verschwendung von Zeit wäre, nur deswegen dahin zu surfen und hast du nicht gesehen. Ja, das bringt's nicht. Gönn ich mir so oft Body Slam. Ist gar nicht so cool in dieser Situation hier. Wenn er nie weiß, wie oft muss ich das noch benutzen. Was kommen da noch für nervige Trainer? Hier zum Beispiel, gut, da können wir Rasierblatt benutzen. Ich muss Rasierblatt jetzt öfter benutzen. Muss ja hier durch, ohne dass ich irgendwie nochmal heilen will oder so ein Quatsch. Weil ich keinen Body Slam mehr habe. Das wäre total doof. Es gibt ja genug Trainer hier, wo ich aller Ruhe Rasierblatt einsetzen kann. Da reicht es ja auch aus.
77, also dann kann er sogar noch das Level 8, dann wird er sogar noch das Level 78 hier erreichen. Okay. Ja. Hallo. Du mit deinem Persian und Entoron. Ist halt auch kein Problem, weg hier. So läuft das. Oh, du noch. Die Items lassen wir alle getrost liegen. Die bringen ja auch alle nichts mehr. Boah, erstmal gemisst. Gut, dass er Lightscreen gemacht hat, wenn ich physisch angreife. Finde ich voll in Ordnung. Dich können wir schon mal mitnehmen. Wir müssen erst einmal durchlaufen und den Trainer da unten holen. Genau wegen diesen Viechern lasse ich mir jetzt immer noch ein paar AP für Body Slam übrig. Weil da würde es lange dauern, bis die mit Rasierblatt weg sind. So, der Stein bleibt liegen. Ich muss erst diesen Trainer besuchen. Und dann bleiben nur noch drei auf meiner Reise. Ey. Ich mach das Ding einfach Eisbeam. Ich glaube, es hackt. Hallo? Frechheit hier. Ah, ups, ups. Geil, Rion Stärke. Mach den Stein da weg. Wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz. Ja, ja, schneller. Das Ding da weg. Sehr schön. Hallöchen, meine Dame. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind auserkoren worden, gegen mich anzutreten. Und mir eventuell sogar ein Level abzuschenken. Ja, 78. Gut. Erreichen wir nichts mehr, aber wir können die Trainer noch mitnehmen. Das ist wenigstens im Endeffekt, sehen wir dann noch, wie viel Erfahrung Sazenia für das jeweilige Level bekommen hat, beziehungsweise wie viel insgesamt er bekommen hat. Oder sie bekommen hat. Aber 78, beziehungsweise dann gleich 88, ist ein angenehm gutes, hohes Level. Dann bekommt man durch die Top 4 noch einiges an Erfahrung und vielleicht noch ein Level steigen. Das ist sehr schön. Yeah. Hui, yes. Und ein letztes Mal Stärke einsetzen und dann geht's zum Abschluss. Ups, ab und weg. Juhu! Jetzt hört der Repel auch gleich auf. Irgendwann. Egal. Erstmal eben hier hin. Hallöchen. Super Repel weg. Full Heal behalten wir. 38 weg. 27 weg. Tschüss. Bild PC. Ablegen 1. Ablegen 2. Ablegen 3. Ablegen 4. Freilassen. 1. 2. 3. Und 4. Du warst PC. Zwei Äther, Max Äther und ein Elixier. Haben wir ja alles aufgenommen diesmal? Naja. Also, ich habe ja auch was benutzt. Ja, Full Restore, keine Ahnung, 11 Stück, weiß ich nicht. Und los. Haha, ne Quatsch. Rare Candy. Müssen wir nochmal eben die Rare Candies nutzen. Ach, ist das schön. Das so zu sehen. Die schön hochballern hier. Jetzt immer 10 Level kriegen wir geschenkt durch die Sonderbonbons, die wir hier finden. Bist du mit den AP soweit fertig? Ja, alles klar. Und rein ins Vergnügen. Lorelei, du solltest gar keine Probleme darstellen, denn du bist ziemlich anfällig für meine Pflanzenattacken. Schaft weg! Auslass. Schaft weg! Slowbro und Schnitz.
Rosanna ist jetzt ein bisschen fieser, das ist nicht anfällig, aber sollte auch drauf gehen. Jo. Und Lapras ist auch weg. Lorelei, die es einem so schwer macht, hatte keine Schnitte. So, Bruno ist auch jemand, der nicht wirklich eine Chance gegen mich hat. Ja, da können wir Mega Drain einsetzen gegen seine Onyxes. Und da gehen wir auf Body Slam. Das reicht. Hitmon, die reichen auch mit Body Slam. Nochmal Onyx und nochmal Mega Drain. Und gegen das Machamp. Ja, Body Slam reicht. Nein, reicht nicht, aber. Pff. Gut. Agathe ist jetzt allerdings schon ein bisschen fieser. Da werde ich jetzt die Strategie des Schwerttanzes wirklich aktiv einsetzen müssen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Schwerttanz. Confuse Ray ist natürlich richtig scheiße jetzt gerade. Oh, schön. Wenn er verletzt angreift, tötet er sich selber fast. Da muss ich erstmal nachheilen. Das Kind will jetzt nicht. Der tötet das nicht mal. Das ist ja grausig. Aber Two-Hit ist völlig in Ordnung. Two-Hit ist okay. Warte mal, jetzt machen wir nochmal Schwertanz. Macht ja nur Screech. Nochmal Schwertanz, but nothing happened. Alles klar, jetzt sind wir fertig. Jetzt müsstet ihr doch auch einen Gengar legen können, so. Oder? Nein, es reicht nicht. Schade. Toxin, herrliche Idee. Funktioniert einfach mal gar nicht. Agathe, was ist denn los? Ihr seid doch von den Top 4. Ich bin enttäuscht. Was soll denn das? Ich erwarte hier einen großen Kampf und dann greifst du ein Gift-Pokémon mit Toxin an. Ich bin enttäuscht. So, gleiche Strategie gegen Siegfried. Hier werden wir allerdings auf Body Slam ausweichen müssen, aber Schwertanz ist immer wichtig, also wir müssen es dreimal machen. Siegfried kann nichts Anständiges machen gegen unser Poke. Jetzt haben wir plus 6 im Angriff, im Physischen. Und da brauchen wir auch kein Ice Beam mehr, da sind die alle weg. Aerodactyl machen wir mit Razor Leaf weg, das ist normal effektiv, das reicht. Und Dragoran, Body Slam, tschüss. Easy. Also Schwertanz ist doch sehr nützlich. Okay, dann heilen wir doch einfach mal, was können. Elixier haben wir ja auch irgendwo, mal draufballern. So. Gary, ich finde, ich sollte gegen deinen Tauboss auf jeden Fall erstmal dreimal Schwertanz versuchen einzusetzen. So. Ja, mach wirklich Mirror Move. Jetzt sollte ich allerdings draufhauen, weil ich habe keine Lust, dass du mich irgendwie angreifst. Die Alakazam auch Body Slam weg. Was kommt jetzt? Rhydon. Razor Leaf, ne? Ich glaube, ich muss gar nicht mehr irgendwie was. Kokowai. Naja, weißt du was, dann machen wir noch einmal Schwertanz. Der macht doch nur Hypnose. Geht's denn? Ja, voll übel. Schläft ein, hier wird die ganze Zeit wieder aufgeweckt. Ja, danke schön. So, und jetzt sind das Ding auch. Was ist nicht weg? Was? Ich habe 6. Ich habe plus 6 im Angriff. Übel. Kokowai ist halt übel gut. Ja, jetzt hör doch mal auf. Arschloch. Garados, wir haben noch nicht Mega Drain gesehen, ne? Voll unnötig. So, jetzt ist auch Schluss. So, 90. Tatsächlich Level 90 erreicht. Boom. Das war's, Freunde. Wir haben es geschafft. Yay. Knofensa, Ultrigaria und Sarzenia sind geonlyrunned worden. Erfolgreich geonlyrunned. Sehr schön. Da-da-da-da. Yeah, die... die Ruhmeshalle. 8 Stunden und 1. Das ist mittlerweile, glaube ich, Standard, dass es so in diese Richtung 37 bis 8 Stunden noch was geht.
Ja. Aber siehst du mal. Ist alles gut gelaufen. Und mit Satzenia als Abschluss kann man auf jeden Fall so ein Only Run, kann man auf jeden Fall, also ja, so ein Only Run machen. Und ich finde, Satzenia ist ein ziemlich starkes Pokémon. Im physischen und im speziellen Bereich. Du musst halt aufpassen, wenn das verträgt halt nicht viel, weil es eine niedrige Abwehr hat. Aber, puh. Ihr habt gesehen. Ordentlicher Damage. Das ist natürlich immer heilen, ne? Nun gut, also Venus, Level 90, 307 KP, super. Typ, Pflanze Gift. Attacke 273, das ist sehr gut. Verteidigung tatsächlich noch 174, das ist auch nicht schlecht. Und Speed 182, ja, das ist halt nicht gut, aber ja, für den 90er ist es reicht. Und Spezial 250 ist auch gut. Ah, einiges an 766.505 Erfahrungspunkte haben wir mit Satzenia geholt. Rasierblatt, super Move, physisch ganz toll. Genauso wie Body Slam, mega gut auf Satzenia. Mega Drain finde ich, kannst du auf jedem Pflanzen-Pokémon spielen. Einfach, weil du dir dann durch so viele Boden- und Gesteins-Pokémon, wie es am Ende des Spiels gibt, einfach wieder ordentlich Lebenspunkte zurückholen kannst. Und Schwerttanz einfach auf Satzenia gespielt, weil bei Siegfried und bei Gary habt ihr das gesehen. Das funktioniert wirklich. Ja, gerade, naja gut, die waren halt vierfach resistent gegen Pflanzenangriffe. Aber es wirkt. Schwerttanz ist also gar nicht so doof. Okay. Ich würde sagen, Freunde, das war's mit Venus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns bei einem neuen Only Run. Bis dahin, euer Duran sagt Tschüss und Ciao!